Nee, Heidi, ich suche ihn die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Detlef? Ja. Hast du Horst gesehen? Nein, ich warte auch auf ihn. Langsam mache ich mir Sorgen. Ja, komm, schau mal. Komm, schau mal. Mhm. Horst? Horst. Horst. Genug mit dem Versteckspiel. Los geht's. Man kann die aber auch schön veräppeln. Ja, wie komme ich hier runter? Hallo? Dirk und Angela Curius sind im Doppelpack angereist, um einen alten Münzspender in Bares zu verwandeln. Wir haben einen Gottlob-Wechsler mitgebracht von der Firma Alfred Kraut. Das hatten früher Schaffner. Und wir würden gerne erfahren, wie viel sowas heutzutage noch wert ist. Den Preis schätzt Experte Detlef Kümmel. Oh, jetzt kriegst du was Spannendes, Detlef. Ja. Ein Münzdingsbums, ne? Hallo? Hallo. Wie heißt du denn? Angela Curius. Angela Curius. Und du hast einen Papa mitgebracht. Ich bin der Dirk, ne? Curius, genau. Darf ich Angela und Dirk sagen? Ist absolut okay. Das kommt mir viel einfacher. Das wäre ja auch was für Taschengeld, oder? Ja. Stell dir vor, du hast das abends an in der Diskothek. Darfst du schon in der Disco? Nein. Wie alt bist du? 15. 15. Nee, der Disco ist auch ganz doof. Also wirklich, die Luft ist schlecht. Musik ist zu laut. Also, das ist eine ganz doofe Sache. Die erzählen immer nur, das wäre schön. Ist gar nicht schön. Das ist wahrscheinlich was Rares. Ich kenne sowas noch, so ein bisschen aus den alten Zeitungen. Ja. Hatte früher einen Schaffner um, ne? Richtig, ist also ein Galoppwechsler. Wie heißt das? Ein Galoppwechsler, so wurde das genannt. Ach. Weil das Wechseln dadurch etwas schneller ging. Es war viel einfacher, als in der großen Tasche rumzukramen. Man drückte also auf den Knopf und dann kam sofort eine Münze raus, die man haben wollte. Der Schaffner hatte natürlich irgendwann seine eigene Technik. Der hatte genau diese Vier-Finger-Technik. Der wusste genau, wo müsste meine Hände sein, damit es schnell geht. Ja. Es ist auch für die Fertigung, für ihn, also für die Handfertigkeit, ist es auch sortiert. Eine Mark, 50 Pfennig sind auf der linken Seite. Dass er also nicht alles auf einer Ecke hatte, sondern er konnte gleich so ein bisschen in der Hand abwiegen. Ja, und dann in der Mitte waren dann 5 Pfennig und 10 Pfennig aufgeführt. Aha, sehr, sehr interessant. Ja. War einer von deinen Vorfahren Schaffner? Nee, also mein Vater war früher Handwerker. Und so wie heute auch mal wieder passiert es, dass der ein oder andere seine Rechnung nicht bezahlen kann. Und dann hat mein Vater angefangen zu quangeln, was hast du denn sonst da? Und auf diesem Wege ist das bei uns in der Familie gelandet. Wie alt ist das in etwa? Er wurde in den 20er Jahren entwickelt, und zwar von dem, der es auch hier benannt hat. Mhm. Also hier ist nochmal aufgeführt, Professor Alfred Kraut, ja, in Eberbach, ja, in Baden. Der hat das entwickelt und auch patentieren lassen. Und diese Firma gibt es heute noch, sind heute noch an Systemlösungen für den öffentlichen Personennahverkehr tätig. Das heißt, die arbeiten heute noch an Zahlungsmitteln, an Wechselautomaten und so weiter. Und das war so deren erster Klassiker. Und der war erfolgreich, weil der war sehr erfolgreich. Fast jeder dann. Ja, weil jeder Busschaffner brauchte das, am Bahnhof brauchte man das. Also man musste es also überall da, wo Geld gewechselt wird, einsetzen. Hier hat man natürlich eine Sache vor sich, die etwas unpraktisch ist. Weil was ist, wenn jemand mit Scheinen kommt? Dann fehlt hier hinter noch die große Tasche. Die kommt noch dabei. Die gehört normalerweise noch da dran. Die ist jetzt zwar hier nicht vorgesehen im ersten Moment, man kann sie so benutzen, ja, aber sobald jetzt jemand mit einem Schein kommt, stehe ich wieder da. Und normalerweise ist es noch mal erweiterbar, dann kann man da noch mal die Tasche dran setzen und dann hat man auch die Scheine. Und aus welchem Jahr ist dieses Teil? Die wurden so lange gebaut, man kann es hier noch nicht mal sagen, weil sie nicht datiert sind oder ähnliches. Das kann bis in die 50er Jahre gegangen sein. Weil man darf ja nicht vergessen, in Berlin zum Beispiel hat man als Schaffner sogar bis in die 70er Jahre hinein sowas benutzt. Und funktionsfähig scheint es auch noch zu sein. Funktionsfähig ist es. Also wenn ich auf den unteren Hebel, der ist dafür vorgesehen, um einmal zu drücken, damit eine Münze rausfällt. Wenn ich den oberen benutze und drauf drücke, dann fallen alle raus. So, jetzt hoffe ich aber doch schwer. Der Papa gesagt hat, ich nehme meine Tochter mit, weil der Gesamterlös ist dann für die Tochter. Ja. Ist so? Eigentlich verplant. Eigentlich verplant. Für was? Geplant, ja. Für ein Auslandsjahr in der USA. Uiuiuiuiuiui. Wie fühlt man sich als Vater, wenn die Tochter nach Amerika will, ein ganzes Jahr? Der Vater hat damit weniger Probleme als die Mutter. Die Mutter war erst mal vom Stuhl gefallen, als das Thema aufkam. Ja, ne? Der Vater sagte, es ist eine tolle Idee, finde ich toll, dass du so mutig bist. Mach ruhig, wenn, du das, wenn wir das hinkriegen. Es ist natürlich so, dass das Ding wahrscheinlich nicht die komplette Fahrt erlösen wird. Nein, nicht ganz. Aber zumindest ein bisschen wird dafür rüberkommen, dass wir dann in den großen Topf mit einzahlen können. Wie viel Geld wünscht ihr euch?
Ja, wir hatten so gehofft, dass vielleicht 50, 60 Euro rumkommen würden. Das wäre ja schon wieder was, ne, für Amerika. Da gibt es auf jeden Fall einen vernünftigen Besuch im Lokal. So, 50 bis 60 Euro sind gewünscht. Was ist es wert? Wie hoch fällt der Zuschuss für das Auslandsjahr aus? Ja, da würde ich mich anschließen. Um 50 Euro können wir ruhig sagen. Ja, da müssen wir jetzt nur die Händler überzeugen. Das schafft ihr zwei. Händlerkärtchen. Bekommt direkt die junge Dame. Du nimmst das Gerät. Dankeschön. Da vorne geht's hoch zu den Händlern. Danke. Euch beiden viel Spaß da oben, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke. Also, dass das Gerät Galoppwechsler heißt, das wusste ich schon. Aber es war trotzdem interessant, mal die Preise von heute zu hören. Dass das schon theoretisch von 1920 sein konnte, wussten wir auch noch nicht. Auch Günther Rudolf hofft auf eine aufschlussreiche Expertise. Denn viel weiß er über sein Erbstück nicht. Interessieren tut mich das tatsächliche Alter der Vase, wie alt sie wirklich ist und aus welchem Material sie ist. Und vom Preis her gesehen, ich weiß es nicht. Ich kenne den Preis nicht und ich habe auch keine großen Erwartungen daran. Alle Fragen beantwortet gleich Dr. Heide Rezipazabel. Oh, das ist aber mal ein schönes Wäschen. Das, guck mal da, hier vorne schön mit dem Engelchen. Mhm. Schönen guten Tag, der Herr. Guten Tag. Wie ist denn Ihr werter Name? Mein Name ist Rudolf, Günther Rudolf. Lieber Herr Rudolf, Frau Dr. Heide Rezipazabel. Schön. Hallo, guten Tag. Wird sich sehr vertrauensvoll um dieses außergewöhnliche Stück kümmern. Es ist ein schönes Stück. Ja, also ich finde es schön. Nur, ich habe mich langsam dann satt gesehen. Ja, irgendwann ist gut, ne? Ja, doch, doch. Ja. Ich habe das Ding vor Jahren geerbt. Mhm. Und wir haben unser Elternhaus leer gemacht. Ist ein uraltes Stück. Ich habe mal nach diesem Stempel geguckt. Ja, und was rausgefunden? Ja, ja, WMF und mit B. Ich weiß nicht, was B ist, ob das Bier ah, heißt. B ist was Besonderes, ja. Ja, klar, B wie besonders, ganz besonders. Nee, das stimmt tatsächlich. Ja, ja. Und zwar hat das mit dem Material zu tun. Genau, Bretagne ist eine Hart-Zinn-Legierung. Ja. Und wird anders als bei Gebrauchszinn und Normalzinn nicht mit Blei legiert, sondern mit Antimon und Kupfer legiert. Ach so, ich dachte, es wäre Bronze gewesen. Nein, es ist eine Legierung. Und genau, und da gibt es noch einen weiteren Hinweis, nämlich ein AS. Das bedeutet Antique Silver Finish. Und tatsächlich ist hier eine Oxidschicht künstlich aufgetragen worden und an den Erhöhungen abgerieben worden. Und deswegen spricht man hier von Antique Silver. Ja. War eine fleißige Faustrau dran, ne? Nee, das haben die selber gemacht. Nein, das ist alles maschinell gemacht worden. Das sind Silberwaren und das bedeutet, dass sie maschinell hergestellt werden. Aha. Man spricht von Silberstücken, eher von, ja, von getriebenem Silber, handwerklich gearbeitetes Silber. Aber Silberwaren meint immer maschinell gearbeitet. Ist das denn gegossen oder getrieben irgendwie? Das ist gegossen. Das ist gegossen. Aha. Das erkenne ich auch an den Silberporen. Aber diese Art von Stücken werden wirklich in einer Form, man sagt in einer Kokele gegossen. Wie alt ist das Teil wirklich? Wollte ich gerade fragen. Genau. Sie machen meinen Job. Nee, super. Wollte ich auch noch mal fragen. Darf ich dir meinen Günther anbieten? Günther, das ist mir eine Ehre. Prost. Dankeschön. Wir machen das jetzt zusammen. Ja, los. Ja, pass auf, also ich fange an. Okay, beide zusammen. Auf los. Ja. Liebe Heidi, ich habe da noch eine Frage. Wie alt? Ja, wegen dem Bretagne-Silber kann man es eigentlich genau datieren. Und zwar in der Zeit zwischen 1890 bis vor dem Ersten Weltkrieg. Donnerwetter. Ja. Aha. Doch ganz schön alt, ne? Ja. Mhm. Günther, soll er jetzt weg? Satt gesehen, ist klar. Erbstück, habe ich verstanden. Ja. Ich würde noch gerne ein bisschen was über den Glaseinsatz wissen. Ist das geschliffen, handgeschliffen oder? Die WMF hat zu dieser Zeit solche Glaseinsätze dazugeordert, also nicht in eigener Fabrikation hergestellt. Es ist geätzt, hier das Muster, und nachgeschliffen worden. Aha. Ja. Und am Rand ist es eben auch geschliffen worden, also schon mit Mühe verarbeitet worden. Aber es handelt sich hier weder um Bleiglas noch Kristallglas, sondern um Normalglas. Und ist aber geblasen worden. Kalknatronglas, ne? Genauer genommen. Es ist eine kleine Absplitterung hier oben am Rand wohl, ne? Oder war eine schwere Blume? Jung. Ja, gut. Mhm. Jetzt brauche ich, Günther, hast du ein Preislimit für dich mitgebracht? Vielleicht 100 Euro, 150 Euro, wenn das drin wäre überhaupt. Na schön. Was machst du mit dem Geld? Hast du irgendeine Idee? Eine Baggerfahrt über den Rhein. Eine Baggerfahrt? Ja, sagen wir doch, das war. Ja. Gar nichts, keine Pläne, überhaupt nicht. Okay. Heide. Ist die WMF-Vase vielleicht für eine Überraschung gut? Also grundsätzlich ist die WMF oder Produkte der WMF immer noch sehr beliebt und lassen sich auch gut verkaufen, keine Frage. Hier bin ich bei
150 bis 200 Euro. Hm? Schon gut. Das ist doch wunderbar, ne, Günther? Wenn die Händler sich drauf einlassen. Ach du, Günther, das schaffst du. Und wenn so was Schönes kommt, dann ist weg. Schauen wir mal. Danke schön. Das Händlerkärtchen für dich. Und darf ich noch ganz kurz fragen, was hast du beruflich gemacht? Ich bin ein pensionierter Beamter. Und dann so ein Händedruck? Alter Schwede. Das macht der regelmäßige Sport. Ja, das merkt man aber. Hallo, du. Gut geht's. Günther, da vorne geht's hoch zum Händlerraum. Danke. Ciao. Tja, das Händlerkärtchen ist etwas Neues für mich. Und es ist nett, dass ich es bekommen habe und zu den Händlern gehen kann, um dort meine Vase, die ich habe, das Erbstück anzubieten. Ich bin gespannt drauf, was jetzt das Ergebnis wird. Ja, sind natürlich ein bisschen aufgeregt, ob unser Schatz den Händlern gefällt. Unsere Händler sollen die Kasse ordentlich klingeln lassen. Viel Glück. Guten Tag. Moin. Hallo. Hallo. Wir haben Ihnen was mitgebracht aus dem Bereich der Eisenbahn. Herzlichen Dank. Ein Schaffner. Ein Münzspender. Die hat der Schaffner gehabt im Zug drin. Genau. Da hat das Geld dann rausgezogen. Ui. Dürfte so die 50er Jahre sein. Hm? Kommt hin. Kommt hin. War da von Ihrer Familie jemand im Einsatz mit? Nein, mein Vater war Raumerschattermeister. Und so wie der ein oder andere Handwerker das Problem hatte mit nicht bezahlten Rechnungen, hatte das mein Vater auch. Und dann hat er dann bei solchen Gelegenheiten immer angefangen zu quangeln. Was hast du dann statt Geld? Und so ist das Gerät bei uns in der Familie gekommen. Und wir hoffen, dass das natürlich ein bisschen Rendite jetzt im Jahr abgeworfen hat. Das ist gut. Passen dann da auch eure Münzen rein? Nein, also das ist für D-Mark das Ganze ausgerichtet. Da steht oben auf den Tasten drauf, welche Münzen wo reinkommen. Es hat zwei Tasten. Eine Taste, wenn man die drückt, dann kommt eine einzelne Münze raus. Ja. Und ansonsten oben, dann kommen wahlweise 3, 4 oder 5 Münzen raus, je nachdem, wie der Wechsler eingestellt ist. Das hatte was mit dem Kartenpreis zu tun, den der Schaffler kassiert hatte, wie dann das übliche Wechselgeld eben aussieht. Okay, super interessant. Ja. Das ist, hat man gekommen für eine D-Mark, 50 Pfennig, 10 Pfennig und 5 Pfennig. Ganz genau. Das hat man in Aluminium gebaut, das leicht ist. Das haben sie dann so am Bauch gehabt. Das war immer schön, wenn er gekommen ist und hat gedruckt. Ja. Sehr schön. Den einen Pfennig darfst du wieder reinschmeißen, Luki. Hier, ja. hier ist noch was. Ja, das hat mir schon aufgefallen. Ein Fünfer? Ja. Hat da schon wieder Schnapp machen. Ja, schade ist, also mir gefällt es auch sehr gut. Schade ist natürlich, dass man das heute nicht mehr. Ja. Für eine Euro-Münzen benutzen kann, ne? Ja. Dann wäre das natürlich ein absolutes Highlight. Gerade bei mir, ich wohne ja in Bamberg, in den Biergärten, da wären die froh, wenn sie nicht immer das Portemonnaie aufpacken müssen, ja. Sondern... Also die Firma gibt es heute noch, das ist Professor Alfred Kraut, Ebersbach. Und die stellen das heute natürlich noch für Euros auch her, allerdings dann in Plastik. Ja. Also das hier in Metall ist natürlich für D-Mark noch eine etwas ältere Sache. Ja. Aber ich sag mal, es gibt sicher jede Menge Sammler aus Eisenbahn- und Straßenbahnzeiten. Und die können sich das super vorstellen, dass das bei so einer Modelleisenbahn irgendwo an der Wand rankommt, damit da noch so ein bisschen Flair. Ambiente drumherum ist. Richtig, die Idee ist super. Also, Sie können sich gut verkaufen. Ja. Danke. Aber sie gibt es noch relativ häufig. Also rar sind sie nicht. Also ich gebe Ihnen 50 Euro. Das ist sehr gut bezahlt. Mit 60. Ist einfach ein uriges Teil. Genau, so sehe ich das auch, Loki. Und das Geld ist für Angela, die soll für ein Jahr in die USA reisen. Das ist also, wir sammeln momentan so. Also ich mache mit 65 noch mit. Ich bin da leider raus, das ist gar nicht meins. Und Waldi, komm, sagt. Ja, für die kleine 70. 80 ist zu viel. Da kriegst du mal grad. Ja, hör mal, wenn ich jetzt... Du darfst das sagen. Du darfst es. Ich gebe dir 80 Euro. Er darf dann ausnahmsweise, weil es für dich ist. Klingt gut. Ich mach 90. Klingt besser. Och. Ja. Och, doch. Ja, dann... Und weil sie ein nettes Mädel ist, mach ich noch einen 10er dazu. Ich gebe ihr 100 Euro. Da kommst her zu mir. Und ich gebe dir noch einen 10er extra dafür dazu. Du verkaufst es für 100 und ich leg noch einen 10er für den Aufenthalt dazu. Danke. Dann macht man das. Ja, ich lasse. Dankeschön. Super. Geil. 50, 100. Du hast noch einen 10er raus. Jawohl. Freiwillig machst. Das nehmen wir auch an. Scheinmittel. Klar. Okay. Trinkst du einmal dann? Ich wünsch was. Dankeschön.
Schön. Und reise ich noch Amerika. Viel Spaß in Amerika. Gute Zeiten. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke. Tschö, macht's gut. Tschüss. Ciao. Hübsches Nostalgie. Schaffner Ludwig. Ja, Schaffner Ludwig. Hör mal, da fehlt noch die Mütze. Ja, bitte, die Mütze müssen wir jetzt noch kriegen für dich. Also ich fand das sehr nett von Julian, dass er mir noch mal 10 Euro extra draufgegeben hat. Händler haben nicht nur ein gutes Verständnis von ihrem Geschäft, sondern haben auch ein großes Herz. Ich bin total gar nicht aufgeregt. Mir geht's gut und ich freue mich darauf, die Sache hier den Händlern anzubieten. Das Erbstück kann auf jeden Fall weg. Fehlen nur noch die Gebote der Händler. Guten Tag, der Herr. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Grüße Sie. Ein Engelchen bringen Sie uns. Eine Vase. Eine Vase bringe ich Ihnen. Jawohl. Das ist was Schönes. Man wollte zuerst, warum sind die Vasen her? Das ist ein Erbstück, ist das. Ich habe in den 90ern den Haushalt meiner Eltern aufgelöst. Und diese Vase, die hat dort immer gestanden. Wo diese herhaben, weiß ich nicht. Sie ist um 1890, 1900, 1910 von WMF hergestellt worden. Mhm. Das ist, für das ist eine Zinnmontierung. Es ist eine Zinnlegierung, sagte Frau Zaber. Mhm. Stempel ist unten drin. Ist das WMF? WMF. Ich habe es nicht gesehen. Das sieht man. Ich fange mal an mit 200 Euro. Sagen Sie 200 oder 20? Wir fangen erst an, 200. Ah, 200 ist gut, ja. Also 200. Ja, dann ist aber schon ein guter Preis. Das ist ein sehr guter Preis. Wissen Sie, das ist jetzt ein verkaufsbarer Artikel. So was lieben die Leute, gerade Engeln. Schönes Stück, keine Frage. Ja. 250 würde ich bieten. Die ist auch gut ausgearbeitet. Ich finde es auch niedlich, dass das Engelchen das Röschen in der Hand hat. Ja. 270 Euro. Mhm. Und mir gefällt es wunderbar. Ich gebe Ihnen 300 Euro. Mhm. Hört sich gut an. Bist du schon zufrieden? Nein. Wie nein? Nach oben gibt es keine Grenzen. 310 Euro. Die Flügel sind aber wirklich ein bisschen klein. Die sind grottenhässlich, die Flügel. Das ist so geil, sieht das Ding aus. Das ist eher so wie so ein Elfchen. Ein Elfchen? Ja, wird so klein. Wo stehen wir denn? 310. Dankeschön. Alter, vor Schönheit. Und Waldi, machst du noch was? Ja, mein erstes Gebot ist 350. Auch wenn die Flügel mir nicht gefallen von dem. Das hört sich gut an. Also das ist ein gutes Gebot. Ja, 350 finde ich auch sehr stark. Also ich gehe nicht mehr höher als 350. Nein. Verkaufen Sie denn den Waldi für 350? 150 Euro über Schätzpreis. Das sieht ganz nach einem Deal aus. Das ist ein gutes Angebot, ja. Komm her, da geht das Ding in die Eifel. Auch wenn mir die Flügel nicht gefallen. 100. 300. 300 und 350. Ich hab zu lang. Viel Spaß damit. Schönen Tag zusammen. Geht doch an die Runde. Alles Gute. Gute Heimfahrt. Waldi, da hast du jetzt eine schöne Vase gehabt. Und ich drück dir die Daumen, dass die auch heile bei dir da oben ankommt. Ja. Günther. 350 Euro von Waldi. Günther. Ist das nicht toll? Das ist grandios. Und ich hatte dem Gefühl, das Wäschen ist was Besonderes. Das freut mich ganz besonders für dich. Schöner Preis. Ja. Und ich freue mich auch darüber. Komm gut nach Hause, Günther. Ihr müsst doch mal mit mir rechnen. Ja, ich hoffe. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Christa Eck hat zu Hause ausgemistet. Sie ist zum zweiten Mal bei Bares für Rares und hofft heute wieder auf einen guten Verkauf. Ich fände es schön, die Experten würden sich direkt in den Ring verlieben, weil ich finde, er ist wirklich ein sehr schönes Stück und dass er einen guten Preis erzielt. Wie viel der ausgefallene Ring erzielen kann, beurteilt unsere Schmuckexpertin Frau Dr. Rezipa Zabel. Wen sehe ich denn da? Hallo, wieder mal bei uns. Ja. Jetzt verzeih mir bitte eins, ich habe deinen Namen vergessen. Ich bin die Christa Eck. Christa, ich wusste doch. So, was haben wir denn da Schönes bekommen? Oh, da ist aber mal ein mächtiger Stein drin. Liebe Heide, ja. Der ist beeindruckend, wenn ich das sagen darf. Vor allen Dingen hat er eine sehr gute Farbe.
Aquamarin? Nein, das ist ein Saphir. Ach, ein Saphir. Ja. Ich wollte nur gucken, ob es das richtig weiß. Kleine mikroskopische Einschlüsse habe ich gesehen. Also ist ein Originalstein? Ja, ein natürlicher Stein. Ja. Keine Synthese. So, jetzt würde ich aber gerne wissen, Christa, wo stammt der Ring her? Weil der sieht nicht mal gerade neu aus, sondern der ist wirklich außergewöhnlich. Das scheint eine Goldschmiedearbeit zu sein. Das wird es auch gewesen sein. Es ist so, der Ring gehört eigentlich meinem Lebensgefährten. Seine Mutter trug ihn, die ist letztes Jahr verstorben. Mhm. Es ist so, dass der Stein, also dieser Saphir, von der Urlaubsreise mitgebracht kommt. Und sie hat diesem Saphir einarbeiten lassen in einen anderen vorhandenen Ring. Das Problem ist natürlich, wenn man Edelsteine lose kauft und sie sich dann einarbeiten lässt, dann hat man manchmal ein Ungleichgewicht. Das heißt, dieser ist auf Gewicht geschliffen, das heißt, er ist in der Tiefe zu groß. Und dann hat man ein Problem mit der Fassung. Wie setzt man einen solchen Stein? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser Stein hier oben aufgesetzt wurde und eine doch recht tiefe Fassung bekommen hat. Er hat einen Durchmesser von einem 2,2 Kareter und eine Tiefe eigentlich von einem fast 3 Kareter. Jetzt bin ich natürlich nicht der Damenringträger, davon mal ganz abgesehen, aber ich habe schon viele Ringe gesehen. Der ist natürlich schon ein Hingucker, weil er groß ist. Der Stein ist groß, der Stein soll im Mittelpunkt stehen. Aber ich finde, das haben die gar nicht schlecht gelöst mit dieser Ringschiene. Ne? Ja. Was sagst du denn zu der Ringschiene selber? Das sind ja noch mal kleine Diamantsplitter. Ja, ne? Ich finde, sie sieht recht fürstlich aus. Sie ist nach oben hin gegratet, zusätzlich gerippt und dann noch gerahmt mit diesen Punktsteinen im Vollschliff. Und das sieht recht fürstlich aus, möchte ich mal meinen. Ja. Und was mir aber besonders gut gefällt, ist hier die Farbe und der schöne, leicht violette Überton des blauen Saphirs. Mhm. Und das ist attraktiv, auf jeden Fall. Ja. Und vor allen Dingen ist er in 750er Gold gefasst. Ja. Wie alt könnte der Ring sein? 70er Jahre, schätze ich. Ja, genau. Also mindestens eben 40 Jahre. Ja, das kommt ja mal ganz gut hin. Kommt ja ne? gut hin. Ja. Mhm. Heide, was ist der Stein alleine wert? Der Stein alleine wert, würde ich sagen, 800. Der Stein alleine? Ja. Wow. Würde ich schon sagen. Mhm. Christa. Das hätte ich besser ja nicht vorher gefragt. Ne? Guck mal da, jetzt steht sie schon ein bisschen waggelig auf der Beine hier. Ne? Ja, was war die Schmerzgrenze vorher, bevor du das wusstest? Die Schmerzgrenze wäre gewesen 500. Mhm. Komm, lass mal einmal hier das Ghetto-Fäustchen machen. Tang! Gut, was ist das Gold alleine wert? 7, Gramm, ne? Ah. 250. 250 Euro Gold, da sind wir schon bei 1050. So, jetzt wollen wir aber endlich wissen, was ist der Ring insgesamt wert, ne? Unbedingt. Unbedingt. Was soll mit dem Geld passieren? Ah ja, gute Frage. Meine Musikanlage ist hinüber. Ich bräuchte ein neues Auto. Ja. Wir sind Camper, wir möchten gerne weiter in Campingurlaub fahren. Ja. Es gibt so viel, Horst. Christa, es gibt einiges. Ich bin bei dir in Gedanken. Wir werden das Beste rausholen. Wirklich? Und schöne Neuwaren. Plus eine 6-wöchigen Campingurlaub. Und ein Musikanlage muss rausspringen. So, Heide, tu dein Bestes. Welche Wünsche können erfüllt werden? 1200 sollte er wert sein. Das ist schön, ne? Ich bin mal gespannt, was die Herrschaften... Ja, das ist wieder eine ganz andere Sache. Ne? So aber im Großen und Ganzen sind es äußerst nette Menschen. Das Händler Gertschön für dich, Christa. Dankeschön. Den Ring solltest du mitnehmen. Vielen du darfst auch Dank. Erst der Heide der Hand geben. Auf jeden Fall. Bleiben Sie beharrlich. Ja, ich tue mein Bestes, auch wenn ich nicht danach aussehe. Christa, zieh das Ding durch. Jo. Tschüsschen, da geht's hoch, ne? Jo. Ich finde das so klasse hier, weil da erfährt man immer wieder was Neues. Thorsten Jandt trägt nicht Eulen nach Athen, sondern nach Köln-Ehrenfeld. Das Set hat ausgedient und soll heute einen neuen Besitzer finden. Ich habe heute eine Schreibtischgarnitur aus Bronze mitgebracht. Und ich würde gerne wissen, wie viel sie wert ist, denn ich konnte keine Bezeichnung feststellen oder ähnliches. Deswegen war es für mich nicht leicht, darüber mehr zu erfahren. Für Informationen rund um jedes Schätzchen ist die Expertise da. Oh, da komme ich doch schon mal direkt ein Stück entgegen. Ja. Wow. Aber ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist eine Schreibtischgarnitur.
Hallo. Hallo. Thorsten Jandt. Herr Jandt, darf ich vorstellen? Albert Meyer. Freut mich. Hallo. Lieber Herr Jandt, das ist eine Schreibtischgarnitur, ne? Richtig, ja. Ist das Ihre eigene gewesen oder vom Vater, Großvater oder hattet ihr mal ein tolles hochherrschaftliches Haus? Na, meine Mutter hat Eulen gesammelt, weil sie aus der Uhlenköperstadt kommt, aus Uelzen. Aha. Und dann hat sie auch mal einen alten Sekretär gehabt und da passte das eben gut drauf. Da passt aber sehr gut drauf. So, und jetzt sammelt die Mama nicht mehr oder nee, ist verstorben? Ist verstorben. Einiger Zeit, ja. Deswegen soll es jetzt veräußert werden. Haben Sie denn eine Vermutung, was das tatsächlich sein könnte, zum Beispiel Materialherkunft oder irgendwas? Ja, ich denke mal, dass es Bronze ist. Das ist sehr schwer. Ja, das könnte aber sein. Hat zumindest bezeichnet ist es leider nicht. Was guckst du denn da, Albert? Da sind die Augen ausgekratzt. Beides mal hier. Hier waren Glasaugen drin. Aha. Und hier auch, lieber Horst. Aha. Und der Herr hat natürlich recht. Ich ist hab Bronze. Alles, ja, es ist Bronze. Ich habe alles abgesucht. Es ist leider kein Gießerstempel oder keine Signatur zu erkennen. Aber man kann natürlich trotzdem eine Aussage machen über Ihre Schreibtischgarnitur. Ja. Dann macht mal eine Aussage. Und eigentlich eine sehr positive Aussage machen. Sehen Sie? Das ist eine hervorragende Bronze. Die beiden Eulen sind hervorragend ausgearbeitet. Ich würde sogar fast so weit gehen und die nach Wien. Mhm. Schicken diese beiden Eulen, es können Wiener Bronzen sein, so gut sind die gemacht. Wow. Und hier wunderschön dieser Waldboden, wunderschön drapiert, hier für die Stiftablage und hier für das Tintenfässchen. Und wegen dem Tintenfässchen kann man es vielleicht auch ganz gut datieren um 1900, aha, weil es fehlt der Sandstreuer. Sandstreuer. Und da hatte man diesen Tintenlöscher. Mhm. Den hatte man erst später, erst ab 1890, 1900. Davor, aha, hatte man Sand. Und dann kam der Tintenlöscher. Deswegen ist es ziemlich genau zu datieren um 1900. So, jetzt muss ich natürlich wissen, wenn es tatsächlich Wiener Bronzen sind, haben wir natürlich was Tolles. Schade ist, dass wir keine Signatur haben, keinen Gießerstempel haben. Ich kann es nicht verifizieren, ja? Ja. Ich vermute das, ja? Mhm. Du schreibst es sozusagen zu. Ja, richtig. Das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Wie hoch sind denn die Erwartungen finanziell? Ich denke mal 200, 400, aber letztlich ist das, was der Experte sagt, ja. Und danach würde man sich auch richten im Verkauf. So ist es, genau. Also ich finde es sehr attraktiv. Ich habe schon häufig Schreibtischgarnituren gesehen. Die meisten sind immer so eckig aus Marmor. Die meisten sind aus Marmor, genau. Aus Holz, ja. Aus anderen Materialien gibt es unheimlich viel. Und die liegen alle so bei 40 bis 80 Euro, die ganzen Schreibtischgarnituren. Mhm. Aber hier ist natürlich schon was ganz, ganz anderes. Was ich jetzt beim Preis auch berücksichtige oder was ich auch dazu sagen muss, sind natürlich die Eulen. Die Eule, das Symbol der Klugheit und Weisheit, ist natürlich ein Argument, um einen Preis etwas hier höher zu setzen. Mhm. Weil wie Ihre Frau Mutter auch, es gibt Eulensammler in allen Variationen. In allen Arten werden Eulen gesammelt. Wie wirkt sich der Eulenbonus jetzt auf den Preis aus? Ich kenne selber viele, viele, die Eulen sammeln. Und deswegen möchte ich schon sagen, den zweiten Preis, den Sie genannt haben, 400 Euro, ohne mein Schätzpreis. Ja, okay. Das ist aber mal sehr schön. Das freut mich, weil normalerweise liegt es meistens niedriger, selten höher. Jetzt müssen natürlich die 400 Euro auch umgesetzt werden oben. Klar. So, dann würde ich sagen, das fehlte noch, damit es okay, oben zum Dankeschön. Geschäft werden wird. Es war mir ein großes gefreut. Vergnügen. Da vorne geht es zum Händlerraum hoch. Ja. Ach so, wollen Sie das vielleicht mitnehmen? Das wäre ja. Vielleicht gar nicht schlecht wegen dem Verkauf. Ne? So, bitteschön. Ja. Und tschüss. Tschüss. Spannend war es. Und ich habe auch viel erfahren. Und selber hatte ich mich ja schon ein bisschen informiert, aber dass es jetzt doch der Wiener Bronze zugeordnet werden konnte, das hat mich überrascht. Ja, ich bin total gespannt, was jetzt die Händler sagen. Ein Ring aus den 70ern. Trifft er den Geschmack der Händler? Guten Tag, guten Tag. Die Dame. Hallo. Guten Tag. Sie kommen mir bekannt vor. Tja, ich komme heute wieder, um euch einen wunderschönen Prachtring vorzustellen. Danke sehr. Der sieht wirklich gut aus. Dankeschön. Ich gebe den mal weiter. Vielen Dank. Ein wunderschöner Saphir. Ist der Saphir, meinst du, dass der farblich bearbeitet wurde oder ist der natürlich? Schwierig zu sagen. Er ist ein unbestrahlter Saphir. Das ist es. Qualitätskommission. Komm, ich fange mal mit 80 Euro an, dass wir hier mal eine Zahl hinkriegen. Dass das hier mal vorangeht. Glaubst du, dass du den dafür kriegst? Ich fange an mit 350 Euro. Das hört sich doch gut an.
Ich mach weiter mit 500. Ja, also die Diamanten haben nicht so eine gute Qualität. Die sind wirklich im unteren Bereich. Die Ringfassung ist in meinen Augen auch nicht so alt. Ich denke 70er Jahre. Daher ist es wirklich kein passiger Ring in mein Sortiment. Ja, Mädel, gibst du den denn ab für 500? Nee, Jung. Nee, Jung. Nee. Ja, für mich ist das nichts. Gibt da noch einer mehr für das gute Stück da? Ich gebe Ihnen noch 600 Euro. Wie viel haben Sie sich denn vorgestellt? Schmerzgrenze 800. Das haben die unten geschätzt. Mm-mm. Mehr. Oho. Viel mehr. Oho. Viel mehr ist die Schätzung. Gib mir nochmal. Also ich gebe 800 nicht dafür. Also der Lucke ist höchstbietend damit 600. Mehr. Also ich, für mich ist er nichts. Also wer gibt jetzt noch was? Du? Wer sagt noch was? Na, ich also ist der Lucky mit 600 der Höchstbietender. So, jetzt liegt es an dir. Kriegt unser Sir Ludwig den Ring oder nimmst du ihn mit? Es ist Ihre Entscheidung. Können wir uns einigen aufs Mitte? Also 600 haben Sie gesagt. 600 ist das Letzte. Mehr gebe ich nicht. Ist ein schöner Ring. Ja. Sollten Sie sich noch mal anschauen. Sie sollten ihn sich mal an. Ihre Finger, Sie haben auch sehr schöne Hände. Die Dame weiß, Sie, was sie sagen muss. Verkauf ja, passt. Schauen Sie sich ihn an. Ne? Also. Aber deswegen gebe ich auch nicht mehr als 600. Na, 600 ist das Letzte. Es liegt bei Ihnen. Lucky bleibt hart. Wie entscheidet sich Christa? Ich mache es. Jawohl. Jawohl. 55, 600. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich habe einen schönen Ring. Auf Wiedersehen und alles Gute. Danke. Wiedersehen. So. Danke tschö. Fürs Kommen. Tschö, danke tschö. Sehr. Wiederschauen. Lucky, gehst du in den Schmuckbereich? Ja. Der Betrag 600 Euro ist in Ordnung. Als erstes hatte ich 500 als Schmerzgrenze angesetzt und 600 Euro in den Händen zu halten ist eben super. Ist in Ordnung. Ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Das ist doch was Neues, da jetzt fünf Händlern gegenüberzustehen. Eulen sind laut Experte ein echter Verkaufsrenner, also keine Angst. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag, der Herr. Hallo. Oh, ein schönes Schreibtischset. Ja. Danke sehr. Sehr schön. Das ist was Schönes. Mhm. Die Eule, die Göttin der Weisheit. Genau. Ist Bronze. Das hat schon mal nichts, der Waldi. Haben Sie das aus Ihrer Familie? Ja. Meine Mutter hat Eulen gesammelt und die habe ich dann jetzt geerbt. Komm her, du Weisheit. Na ja. Ist das Ding dann signiert? Hey. Nee, es ist leider nicht signiert. Ist das der Experte hat gesagt, dass es sehr fein ausgearbeitet ist. Mhm. Die Eulen. Die Eulen sind Bronze. Mhm. Massiv Bronze. Ja. Dürfte alt sein. Ja. Ne? Alt ist ja relativ. Was sagen denn die Experten? In der Expertise ist ungefähr rausgekommen, dass es um 1900 ist. Ja. Mhm. Und das ist für mich alt. Eben. Und obwohl nicht signiert, vermutlich doch Wiener Bronze. Das vermute ich auch. Ich fange mal an mit 200 Euro. Ja. Ja, das ist ein starkes Gebot. Mhm. Julian, tu mal rüber. Ja, Vorsicht hier, das Glas. Also den Einsatz lasse ich mal hier, weil das Glas ist schon total gesprungen. Was habt ihr mit den Augen gemacht? Also die haben ja jetzt keine Ohren. Ja, die sind wohl verloren gegangen im Laufe der Jahre. Ja, das ist eine Wiener Bronze. Sehr schön. Ich mach 250. Schon besser? 250. 260. 270. Wissen Sie, mir gefallen die zwei Eulen gefallen mir gut. Ich gebe Ihnen 300. 310. Wird interessant, glaube ich.
Die Eulen hätte ich auch, gebe ich dir voll recht, auch älter geschätzt. Nur das Set, das ist unten recht. Drunter. Ja, gebe ich dir ja recht. Nur ist das Große, das ist, sieht für mich ziemlich frisch aus. Da ist überhaupt keine Altersspuren dran. Aber es wird wohl immer schon zusammengehören. Also, dann würde ich das doch auch noch mal anschauen wollen. Hübsch ist es allemal. Ja, ist ganz nett. Ich würde Ihnen auch 330 Euro bieten. Ja. Ich biete Ihnen 350 Euro. Wiener Bronzen gehen auch immer. 360 Euro. 370 Euro. Das geht. Die Wiener Bronzen, das ist Bergmann. Bitte sehr. Hat die gemacht. Mhm. Ja? Ja, Bergmann. Das kenne ich nicht. Spezialisiert auf Eulen. Das ist ja auch ein besonderes Motiv mit den Eulen. Das ja. Hat man nicht alle Tage. Deswegen biete ich Ihnen noch 400 Euro. Das hört sich schon gut an. Das hört sich sehr gut an. Ja. Verkaufen Sie es mir für 400 Euro. Gibt es noch ein weiteres Gebot? Mischt sich vielleicht doch noch ein anderer Eulenliebhaber ein? Nee. Da bin ich jetzt auch raus. Okay. Na komm, es vor, hol sie jetzt. Okay, dann machen wir was dafür. Bezahlt. Einer und noch einer. 400 Euro für Sie. Wunderbar. Ein wunderbares Schreibset für mich. Bedanke mich. Alles Gute für Sie. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Wiederschauen. Da hast du wirklich ein tolles Set erworben. Die Bronzen sind gut. Obwohl die Schreibsets schlecht verkaufen. Gut, die sind nein, jetzt ausgefallen. Nein, das sind Eulen. Zu hören, wie das schon langsam immer höher ging, der Preis, also das hat mich schon begeistert. Und ich bin sehr zufrieden. Also 400 Euro ist das, was ich mir erhofft habe. Und das habe ich auch bekommen. Wunderbar. Ein ganz besonderes Hygieneaccessoire möchte Manfred Schwertner feilbieten. Ich bin gespannt, was die Experten zu meinem Exponat oder zu meinem Topf sagen und ob die bestätigen können, dass es eine Toilette ist, die 1874 benutzt wurde. Über Sinn und Zweck des Topfes kann unser Experte Detlef Kümmel sicher mehr berichten. Joi, ein Bohlepott, ne? Schönen guten Tag. Nein, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Manfred Schwertner. Ich komme aus Sachsen, aus dem wunderschönen Pottenstein, ca. 20 Kilometer von Leipzig entfernt. Also selten hat sich jemand bei mir so perfekt vorgestellt. Herr Schwertner, das hat mir Freude gemacht. Doch. Ja. Und dass Sie so einen schönen alten Bohlepott mitgebracht haben, finde ich ganz besonders toll. Hier kommen die Früchte rein. Ne? Nee, wahrscheinlich der Löffel. Ja. Der Löffel da drin hängt, oder? Wie lange hast du das schon? Ich habe 1981 in der DDR meine erste Wohnung bekommen. Ja. Als ich die bekommen habe, war der Keller total vermüllt. Und da habe ich diesen Topf gefunden. Und habe ich mir auch erst so meine Gedanken gemacht, was ist denn das überhaupt? Bis mir meine Mutter gesagt hat, das ist eine Toilette. Aber hundertprozentig bin ich mir trotzdem nicht sicher. Und ich habe das jahrelang als Übertopf für meine Grünpflanzen verwendet. Weil das doch sehr, sehr schön aussieht. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo. Ganz einfach auf Deutsch gesagt, ein Klo. Und da bin ich jetzt gespannt, was da von der Expertise da rauskommt, ob es überhaupt stimmt, dass es ein Klo ist. Jetzt hätte ich gern einen Magenbitter. Weil ich habe mir Gedanken schon gedacht, wie ich da die Mandarinchen rauszerre. Ne? Wie wir den wohl vollkriegen. Ne? Uiuiuiuiuiuiui, das wäre aber eine ganz doofe Bohle geworden. Ne? Mein lieber Detlef. Also die Bohle streichen wir, es ist tatsächlich ein Toiletteneimer. Nein. Das war damals schon, ich will nicht sagen revolutionär, aber war schon ein Riesenfortschritt im Vergleich zu den normalen Nachttöpfen, die man so hatte. Das war ja hier oben drauf. Herr Schwertner, da gibt's Sachen. Und ja. Dann hast du da draufgesessen. Hast du Neige gemacht. Und da hast du reingemacht. Wie alt ist denn so ein Klo? Das ist jetzt so von der Zeit her einzuteilen um 1900. Plus, minus, so um die Jahrhundertwende. Ich habe da mal unter den Topf drunter geschaut. Da ist so eine sogenannte Steinmarke drauf. Ja. Oben drunter. Mhm. Der Mann möchte zur Sache kommen, ganz genau. Ach so, nee, ich will da nicht zur Sache kommen. Doch. Das ist also die Marke Villeroy & Boch. Ach, die haben auch Klos gemacht? Ja, die haben auch Klos gemacht. Machen die heute noch? Die machen auch heute noch. Das Motiv ist sogar benannt, Valeria. Das gibt es
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es das als Essgeschirr. Wunderbar. Weißt du, was ich auch besonders schön finde? Man sieht sogar die Sitzrichtung. Ist hier ein bisschen abgerieben. Die waren da so rein. Ja. 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 Ich habe noch zwei Fragen zu diesem Bad. Und zwar Punkt 1, ist es Porzellan oder Keramik? Und diese wunderschöne Malerei, ist das eine Handmalerei? Das Material ist Keramik, kein Porzellan. Villeroy & Boch war ja bekannt dafür, dass sie Keramiken hergestellt haben. Und das Verfahren, was hier angewendet wurde, war auch damals eine Neuheit. Der Villeroy hat es fertiggebracht, dass er Kupferstiche auf Seidenpapier aufgebracht hat. Und die wurden dann eingebrannt oder auf das Modell eingebrannt. Das war ein Riesenfortschritt auch in der Fertigung, weil es ging natürlich deutlich schneller, als jedes Mal jemanden hinzusetzen und so wie hier ein ganz aufwendiges Rokokomotiv aufzubauen. Ja? Ja. Gut, ja, ich weiß, Bäder sind teuer. Was soll dieses, ich sag mal, Campingklo kosten? Ja, was es kosten soll, also ich würde mich über 100 Euro schon freuen. Ja. Also ich natürlich, wenn es 50 Euro wären, wäre es auch okay. Gut, Detlef, wo liegen wir denn dabei? Wie viel kann die vielseitig einsetzbare Keramik abwerfen? Da wir hier zwei Makel haben. Einmal der Henkel fehlt, was aber häufig der Fall ist. Das stört nicht, also das macht auch den Wert nicht kaputt. Was aber das Ganze kaputt macht, ist hier unten das Angestoßene. Das ist also auch sehr, sehr einfach eingeflickt worden. Dieses WC hat bei dem Zustand, wie es jetzt ist, mit der Macke, die sie hat, einen Wert von ca. 60 Euro. Das ist nicht viel. Aber nichtsdestotrotz, hier ist sie. Herr Schwertner. Ich danke recht schön. Und wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Aber Hallöchen, du. Und so, Pöttchen mitnehmen, ne? Ja. So, das Schöne ist, wenn man jetzt Wachtelzeit hat, kann man. Da geht es nach oben zu den Händlern, ne? Dankeschön. Tschüsschen. Tschüss. Ich hatte mir nicht mehr wie 60 Euro erwartet. Und ich freue mich das und werde das meinen Enkel ein kleines Geschenk dafür kaufen. Die Balloni-Hallen sind in diesen Tagen Magnet für viele potenzielle Raritätenverkäufer. Und auch Stefan Calvia hat den Weg nach Köln nicht gescheut. Ich habe hier einen französischen Damensekretär und mich würde einfach mal interessieren, was der überhaupt wert ist, weil ich habe schon viele Angebote bekommen. Die schwanken zwischen 1.000 und 1.500 Euro und naja, vielleicht bekomme ich hier raus, was er wirklich wert ist. Ob das Möbelstück wirklich ein Schatz ist, zeigt gleich die Expertise. Oh, das ist aber schön. Da haben wir ein schickes Sekretärchen. Schönen guten Tag. Ich bin der Stefan, hallo. Stefan, mit F oder PH? Mit F. F, das spricht sich leichter. Richtig, ne? Ganz genau. Weil mit PH weiß man nicht mehr. Sag mal, du bist auch ein kräftiger Kerl, du mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Ich muss ein bisschen arbeiten für mein Geld, ja. Was machst du für einen Job? Dachdecker. Das ist richtig malochen. Oh ja. So, und Dachdecker finden ganz viele tolle Antiquitäten. Stimmt's? Richtig. Ja, wenn die so einen Dachstuhl aufmachen, genau. Der 50 Jahre zu war, und dann entdeckt man manchmal ganz tolle Sachen. Das hast du aber nicht vom Dach. Nee, das ist ein Erbstück. Das hat der Vater vor 45 Jahren gekauft. Ja. Der Vater von meiner Freundin. Mhm. Und ja, als sie verstorben sind, das ist halt. Hat ein Mäuschen gegangen und jetzt hast du mit am Hals und die hat gesagt, du gehst dahin. Du gehst dahin, ich trau mich nicht. Ja, das ist immer wieder. Was opfern wir Männer uns ja, auf? Ja, richtig, ganz genau. Ja, dann ziehen wir aber gnadenlos durch. Albert, kommst du durch? Ja. Ja, du hast heute Morgen YouTube-Frühstück, ne? Sonst flutschst du hier viel besser durch. Also, ne, alle Sekretär, so könnte man es mal auf Kölsch sagen. Ein wunderschöner alter Sekretär, auf Hochdeutsch, schöne Einlegearbeiten, wie ich sehe. Hat dein Mäuschen denn auch gesagt, was sie dafür haben möchte? Ja, klar. Sag mal. Vorstellungen sind 2.000 Euro. Da kannst du nichts gegen sagen. Weißt du? Nee, das ist das Schöne. Weißt du, wenn du eine Frau an der Seite hast, die Geld zusammenhält, das ist eine schöne Sache. Genau. Albert, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dieses Möbelstück schätze ich auf circa, also wenn ich jetzt den Preis zugrunde lege, würde ich sagen, das 18. Jahrhundert. Dieses Möbel, dieser Typ des Möbels, stammt tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert. Frankreich, 1770, 1780. Und dieses Möbel hat einen Namen, einen wunderschönen Namen. Sag ihn uns. Der heißt Bonheur du Jour. Bonheur du Jour. Glück des Tages. Was heißt das? Glück des Tages. Glück des Tages. Das ist für eine Dame, dieses Möbel. Und es ist auch immer eins der bestverkäuflichsten und beliebtesten Damenmöbel überhaupt. Mhm. Das ist sowohl als Schreibtisch zu benutzen, als auch als
kleines Komödchen für Accessoires, für Cremes, für Parfums und für alles Mögliche. Wunderschöne Rosen, Rosenholz und Palisander. Diese Würfelintarsien sind Palisander und Rosenholz. Also wirklich wunderschön. Bronzekranz hier, Bronzebeschläge drauf. Eins fehlt natürlich. An der Schublade müsste natürlich hinten ein Schloss sein. Das ist ein Blindbeschlag, der da vorne drauf ist. Gut, nach dem Alter kann ja mal was fehlen, Albert. Ja, lieber Aber nach seiner Einführung würde ich sagen, sind wir jetzt schon bei 3.000. Mindestens, ne? Ja. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Mhm. Was heißt das, Albert? Was stimmt denn mit dem Glück des Tages nicht? Jetzt muss ich meine Worte vorsichtig wählen. Mhm. Dieses Möbel hat mit Antiquitäten nichts zu tun, aber auch gar nichts. Mhm. Das ist ein Stilmöbel. Okay. Also es ist relativ neu. Diese Möbel kenne ich, die wurden in den 70er Jahren, 80er Jahren in Italien produziert, in Frankreich auf den Flohmärkten verkauft und es war der Verkaufsrenner. Originale hat man kaum gefunden, die wären irrsinnig teuer gewesen. Aber das ist nun ein klassisches, ich kann es Ihnen zeigen. Ja, das möchten wir jetzt wissen, woran man das erkennt. Ja. Weil der Stefan kriegt einen riesen Ärger zu Hause. Oh, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt nehmen Sie eine Schublade raus aus dem 18. Jahrhundert. Jetzt schauen Sie mal das an hier. Das ist gebeizt auf alt. Das hat mit alt nichts zu tun. Genau dasselbe oben. Wo er recht hat, hat er recht. Diese Ledereinlage, komplett neu. Mhm. Komplett neu. Ja, und hier ist genau dasselbe. Nagelneu. Mhm. Sagen. Das Pressholz. Ja. Es ist Albert. So. Das ist toll gemacht, wunderbar, aber ist wirklich ein Dekomöbel, ein Stilmöbel. Also Stilmöbel heißt, man hat einen Stil genommen aus vergangener Zeit. Richtig. Und hat dann im Prinzip ein neues Möbel erstellt, was so aussieht wie die alten. Richtig. Damit war es erwerbbar für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und diese Möbel hatte natürlich fantastische Proportionen. Kann man überall hinstellen, sieht gut aus, Dame ist glücklich, wunderbar. Und deswegen war das ein Renner, ein Verkaufsschlager. Ja. Mhm. Gut. Stefan, ich fühle jetzt mit dir. Davon mal ganz abgesehen. Wir würden aber gerne erst mal wissen, was wäre ein Original jetzt wert? Stell mal vor, wir hätten jetzt ein Original hier, 1760, in einem wunderschönen Zustand. Wenn das jetzt ein Original wäre, wären wir bei 3.500 bis 4.000 Euro. Mhm. Natürlich, es sieht gut aus und es stört nicht jeden, dass es nicht original ist. Aber als Stilmöbel nicht mehr wie 400-500 Euro. Darfst du verkaufen für das Geld? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne? Muss ich wieder mitbringen. Ja, ne? Hat dein Hase gesagt, pass auf. Maus. Maus, Entschuldigung. Ja, genau. Also Maus hat gesagt, nee. 2 Mill. Stefan, dann bist du mir auch nicht sauer, dass ich Karte gar nicht erst raushole. Nee, das ist kein Problem. Stefan, bist ein feiner Kerl. Wir stellen Maus viele Grüße. Mach ich. Ne? Tschüss. So. Alles Gute. Da geht's Danke. Raus. Danke dir. Wir bringen das nachher hinterher. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, aber auch auf der anderen Seite froh, um zu wissen, das Teil ist ein Plagiat, sage ich jetzt mal, nachgebaut. Und einfach zu wissen, so, wo wir dran sind. Ich bin aufgeregt, aber freue mich trotzdem, den Händlern was Besonderes mal präsentieren zu können. Es ist mal was, vielleicht die Händler auch nicht so oft bisher gesehen haben. Bam, 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 bam. Mit dieser Einstellung und einem Schätzpreis von 60 Euro kann doch nichts schiefgehen. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, Herr. Da haben Sie uns aber was mitgebracht. Ja, ich habe heute was ganz Besonderes mitgebracht. Ja. Ein Nachttopf. Echt? Das ist wie eine Mülleimer. Das ist ein Spucknapf. Ein Spucknapf, meinst du? Spucknapf oder? Das ist eigentlich eine Toilette. Ja, habe ich auch gesagt. Toilette. Aber kann man auch als Spucknapf? Ein Spucknapf. Ja? Ja, also eigentlich macht das schon mehr Sinn, denke ich auch. Die Expertise hat unten gesagt, es wäre eine Toilette. Nee, ja, hören Sie mal, kann man ja für beides, wird auf jeden Fall was reingeschüttet. Also. Willst du das mal haben? Ich habe das jahrelang als Übertopf genutzt. Will aber von meiner Blume zu Hause. Und das passt jetzt nicht mehr dazu. Und da habe ich das gesagt, eine gute Idee. Und die Blume hat die Schnauze voll. Also auf jeden Fall Willeroy und Boch Mettlach mit einer recht großen Beschädigung. Jawohl. Ja. Unten. Aber hübsch. Der hat Elend gesehen, ja. Da kannst du was singen. Das sind Blume, weil ja
Eine Dressjagd. Ja, ist ganz hübsch. Ja, vor allem eine gute Marke. Ja. Ja, die machen ja heute noch Klos, die Vögel. Das ist not A und O. Also, die sind ihrer Linie treu geblieben. Mhm. Komm, in 20er gebe ich dafür den Pott. Na, eigentlich fängst du doch mal mit 80 ja, an. Ja, war schon der Endpreis. Da muss man ja ein bisschen Luft lassen. Herr Lucke hat noch gar nicht gesehen. Der ist schon ganz traurig. Ich sehe das. Als allererstes die Schüssel gesehen. Willst du die Schüssel haben? Ich würde den als Blumenliebetopf benutzen. Aber ich habe noch eine Idee und deshalb gebe ich 40. Eine schöne Idee ist auch, ihn als Wein- oder Sektkühler zu nehmen. Ja, das ist aber eine Vergewaltigung dieses Topfes. Warum? Das warum? Finde ich auch in Ordnung. Ja. Gut, schön, dass du das gesagt hast. 50. Da geht eine Magnum-Flasche rein. Ja. Von mir kriegst du 60 Euro. Aldi? Ja, ich hab den näher in der Hose. Komm, scheiß drauf, 80. Ach so. Jetzt werdet ihr nichts mehr von mir hören. 85. Gott sei Dank. Der Kelch ist an dir vorbeigegangen. Gott sei Im wahrsten Dank. Sinne. Ja, der Friedrich soll den als Sektkühler holen. Ich hatte eigentlich an 100 Euro gedacht. Vielleicht könnte noch ein bisschen was drauflegen. Wolltest du noch was sagen, du? Blumenübertopf oder Sektkühler? Welches Schicksal erwartet den Topf? Ich mach ne Itzke. So, und ich mach die 100 und dann kommt er nach Quedlinburg. Wunderbar. Ja? Klasse. Ein uriges Teil ist das. Vielseitig. Na, was ganz anderes, oder? Vielseitig einsetzbar. 50, 100. Bedanke mich. Ich freue mich. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Gute Einfahrt. Lindis, hast du jetzt gut gemacht. Ich bin hierher gekommen, habe gesagt, na ja, wenn du 100 Euro bekommen würdest, wäre ganz toll. Und es sind die 100 Euro geworden und ich bin total glücklich. So, meine Dame. Ja, so sieht sie toll aus. Ja, ich hoffe, Sie hatten auch jede Menge Freude. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. So, Schatz, jetzt gehen wir zwei ein Eis essen, ne? Ja. Hast du Geld bei? Ich hoffe. Oberen benutze und draufdrücke, dann fallen alle raus. So, jetzt hoffe ich aber doch schwer. Der Papa gesagt hat, ich nehme meine Tochter mit. Weil der Gesamterlös ist dann für die Tochter. Ja. Ist so? Eigentlich verplant. Eigentlich verplant? Für was? Geplant, ja. Für ein Auslandsjahr in der USA. Uiuiuiuiuiui. Wie fühlt man sich als Vater, wenn die Tochter nach Amerika will, ein ganzes Jahr? Der Vater hat damit weniger Probleme als die Mutter. Die Mutter war erst mal vom Stuhl gefallen, als das Thema aufkam. Ja, ne? Der Vater sagte, es ist eine tolle Idee, finde ich toll, dass du so mutig bist. Mach ruhig, wenn, du das, wenn wir das hinkriegen. Es ist natürlich so, dass das Ding wahrscheinlich nicht die komplette Fahrt erlösen wird. Nein, nicht ganz. Aber zumindest ein bisschen wird dafür rüberkommen, dass wir dann in den großen Topf mit einzahlen können. Wie viel Geld wünscht ihr euch? Ja, wir hatten so gehofft, dass vielleicht 50, 60 Euro rumkommen würden. Das wäre ja schon wieder was, ne, für Amerika. Da gibt es auf jeden Fall einen vernünftigen Besuch im Lokal. So, 50 bis 60 Euro sind gewünscht. Was ist es wert? Wie hoch fällt der Zuschuss für das? Oh, jetzt kriegst du was Spannendes, Detlef. Ja. Ein Münzdingsbums, ne? Hallo? Hallo. Wie heißt du denn? Angela Kurios. Angela Kurios. Und du hast einen Papa mitgebracht. Ich bin der Dirk, ne? Kurios, genau. Darf ich Angela und Dirk sagen? Ist absolut okay. Das kommt mir viel einfacher. Das wäre ja auch was für Taschengeld, oder? Ja. Ich habe vor, du hast das abends an in der Diskothek. Darfst du in der Disco? Nein. Wie alt bist du? 15. 15. Nee, der Disco ist auch ganz doof. Also wirklich, die Luft ist schlecht. Musik ist zu laut. Also, das ist eine ganz doofe Sache. Die erzählen immer nur, das wäre schön. Ist gar nicht schön. Das ist wahrscheinlich was Rares. Ich kenne sowas noch, so ein bisschen aus den alten Zeitungen. Ja. Hatte früher einen Schaffner um, ne? Richtig. Ist also ein Galoppwechsler. Wie heißt das? Ein Galoppwechsler, so wurde das genannt. Ach. Weil das Wechseln dadurch etwas schneller ging. Es war viel einfacher, als in der großen Tasche rumzukramen. Man drückte also auf den Knopf und dann kam sofort eine Münze raus, die man haben wollte. Der Schaffner hatte natürlich irgendwann seine eigene Technik. Der hatte genau diese Vier-Finger-Technik. Der wusste genau, wo müsste meine Hände sein, damit es schnell geht. Ja. Es ist auch für die Fertigung, für ihn, also für die Handfertigkeit, ist es auch sortiert. Eine Mark, 50 Pfennig sind auf der linken Seite. Dass er also nicht alles auf einer Ecke hatte, sondern er konnte gleich so ein bisschen in der Hand abwiegen. Ja? Und dann in der Mitte waren dann 5 Pfennig und 10 Pfennig aufgeführt. Aha, sehr, sehr interessant. Ja. War einer von deinen Vorfahren Schaffner? Nee, also mein Vater war früher Handwerker. Und so wie heute auch mal wieder passiert es, dass der ein oder andere seine Rechnung nicht bezahlen kann.
Und dann hat mein Vater angefangen zu quangeln, was hast du denn sonst da? Und auf diesem Wege ist das bei uns in der Familie gelandet. Wie alt ist das in etwa? Er wurde in den 20er Jahren entwickelt, und zwar von dem, der es auch hier benannt hat. Mhm. Also hier ist nochmal aufgeführt, Professor Alfred Kraut, ja, in Eberbach, ja, in Baden. Der hat das entwickelt und auch patentieren lassen. Und diese Firma gibt es heute noch, sind heute noch an Systemlösungen für den öffentlichen Personennahverkehr tätig. Das heißt, die arbeiten heute noch an Zahlungsmitteln, an Wechselautomaten und so weiter. Und das war also deren erster Klassiker. Und der war erfolgreich, weil der war sehr erfolgreich. Fast jeder dann. Ja, weil jeder Busschaffner brauchte das, am Bahnhof brauchte man das. Also man musste es also überall da, wo Geld gewechselt wird, einsetzen. Hier hat man natürlich eine Sache vor sich, die etwas unpraktisch ist. Weil was ist, wenn jemand mit Scheinen kommt? Dann fehlt hier hinter noch die große Tasche. Die kommt noch dabei. Die gehört normalerweise noch da dran. Die ist jetzt zwar hier nicht vorgesehen im ersten Moment, man kann sie so benutzen, ja, aber sobald jetzt jemand mit einem Schein kommt, stehe ich wieder da. Und normalerweise ist es noch mal erweiterbar, dann kann man da noch mal die Tasche dran setzen und dann hat man auch die Scheine. Und aus welchem Jahr ist dieses Teil? Die wurden so lange gebaut, man kann es hier noch nicht mal sagen, weil sie nicht datiert sind oder ähnliches. Das kann bis in die 50er Jahre gegangen sein. Weil man darf ja nicht vergessen, in Berlin zum Beispiel hat man als Schaffner sogar bis in die 70er Jahre hinein sowas benutzt. Und funktionsfähig scheint es auch noch zu sein. Funktionsfähig ist es. Also wenn ich auf den unteren Hebel, der ist dafür vorgesehen, um einmal zu drücken, damit eine Münze rausfällt, wenn ich den oben... Hast du Horst schon gesehen? Nee, ich suche ihn die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Detlef? Ja. Hast du Horst gesehen? Nein, ich warte auch auf ihn. Langsam mache ich mir Sorgen. Ja, komm, schau mal. Komm, schau mal. Mhm. Horst? Horst. Horst. Genug mit dem Versteckspiel. Los geht's. Man kann die aber auch schön veräppeln. Ja, wie komme ich hier runter? Hallo? Dirk und Angela Kurrius sind im Doppelpack angereist, um einen alten Münzspender in Bares zu verwandeln. Wir haben einen Gott-Lob-Wechsler mitgebracht von der Firma Alfred Kraut. Das hatten früher Schaffner. Und wir würden gerne erfahren, wie viel sowas heutzutage noch wert ist. Den Preis schätzt Experte. Daher ist es wirklich kein passiger Ring in mein Sortiment. Ja, Mädel, gibst du den denn ab für 500? Nee. Nee, Jung. Da geht nee, Jung. Nee. Ja, für mich ist das nichts. Gibt da noch einer mehr für das gute Stück da? Ich gebe Ihnen noch 600 Euro. Wie viel haben Sie sich denn vorgestellt? Schmerzgrenze 800. Das haben die unten geschätzt. Mhm. Mehr. Oho. Viel mehr. Oho. Viel mehr ist die Schätzung. Gib mir nochmal. Also, ich gebe 800 nicht dafür. Also der Lucke ist höchstbietend damit 600. Mädel. Also ich, für mich ist er nichts. Also wer gibt jetzt noch was? Du? Wer sagt noch was? Na, ich also ist der Lucke mit 600 der höchstbietende. So, jetzt liegt es an dir. Kriegt unser Sir Ludwig den Ring oder nimmst du ihn mit? Es ist Ihre Entscheidung. Können wir uns einigen aufs Mittel? Also 600 haben Sie gesagt. 600 ist das Letzte. Mehr gebe ich nicht. Ist ein schöner Ring. Ja, sollten Sie sich noch mal anschauen. Sie sollten ihn sich mal an. Ihre Finger, Sie haben auch sehr schöne Hände. Die Dame weiß, was Sie sagen müssen. Können den Verkauf gehen. Ja, passt. Schauen Sie sich ihn an. Ne? Also. Aber deswegen gebe ich auch nicht mehr als 600. Na. 600 ist das Letzte. Es liegt bei Ihnen. Lucky bleibt hart. Wie entscheidet sich Christa? Ich mache es. Jawohl. Woll. 55, 600. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich habe einen schönen Ring. Auf Wiedersehen und alles Gute wünsche ich Ihnen. Danke, ebenso. Wiedersehen. Danke, tschüss. Tschö, danke sehr. Wiederschauen. Lucky? Gehst du in den Schmuckbereich? Ja. Der Betrag 600 Euro ist in Ordnung. Als erstes hatte ich 500 als Schmerzgrenze angesetzt. Und 600 Euro in den Händen zu halten ist eben super.
ist in Ordnung. Ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Das ist doch was Neues, da jetzt 5 Händlern gegenüberzustehen. Eulen sind laut Experte ein echter Verkaufsrenner, also keine Angst. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag, der Herr. Hallo. Oh, ein schönes Schreibtischset. Ja. Danke sehr. Sehr schön. Das ist was Schönes. Mhm. Die ja. Eule, die Göttin der Weisheit. Genau. Ist Bronze. Das hat schon mal nichts für die Waldi. Warum sieht das aus? Anderen vorhandenen Ring. Das Problem ist natürlich, wenn man Edelsteine lose kauft und sie sich dann einarbeiten lässt, dann hat man manchmal ein Ungleichgewicht. Das heißt, dieser ist auf Gewicht geschliffen, das heißt, er ist in der Tiefe zu groß. Und dann hat man ein Problem mit der Fassung. Wie setzt man einen solchen Stein? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser Stein hier oben aufgesetzt wurde und eine doch recht tiefe Fassung bekommen hat. Er hat einen Durchmesser von einem 2,2 Kareter und eine Tiefe eigentlich von einem fast 3 Kareter. Jetzt bin ich natürlich nicht der Damenringträger, davon ganz abgesehen, aber ich habe schon viele Ringe gesehen. Der ist natürlich schon ein Hingucker, weil er groß ist. Der Stein ist groß, der Stein soll im Mittelpunkt stehen. Aber ich finde, das haben die gar nicht schlecht gelöst mit dieser Ringschiene. Ne? Ja. Was sagst du denn zu der Ringschiene selber? Das sind ja auch noch mal kleine Diamantsplitter. Ja, ne? Ich finde, sie sieht recht fürstlich aus. Sie ist nach oben hin gegratet, zusätzlich gerippt und dann noch gerahmt mit diesen Punktsteinen im Vollschliff. Und das sieht recht fürstlich aus, möchte ich mal meinen. Ja. Und was mir aber besonders gut gefällt, ist hier die Farbe und der schöne, leicht violette Überton des blauen Saphirs. Mhm. Und das ist attraktiv, auf jeden Fall. Ja. Und vor allen Dingen ist er in 750er Gold gefasst. Ja. Wie alt könnte der Ring sein? 70er Jahre, schätze ich. Ja, genau. Also mindestens eben 40 Jahre. Ja, das kommt ja mal ganz gut hin. Kommt ja ne? gut hin. Ja. Mhm. Heide, was ist der Stein alleine wert? Der Stein alleine wert, würde ich sagen, 800. Der Stein alleine? Ja. Wow. Würde ich schon sagen. Mhm. Christa. Hat ja die Schwester ja nicht vorher gefragt. Ne? Guck mal da, jetzt steht sie schon ein bisschen waggelig auf der Beine hier. Ne? Ja, was war die Schmerzgrenze vorher, bevor du das wusstest? Die Schmerzgrenze wäre gewesen 500. Mhm. Komm, lass mal einmal hier das Ghetto-Fäustchen machen. Tang! Gut, was ist das Gold alleine wert? 7,1 Gramm, ne? Ah. 250. 250 Euro Gold, da sind wir schon bei 1050. So, jetzt wollen wir aber endlich wissen, was ist der Ring insgesamt wert, ne? Unbedingt. Unbedingt, was soll mit dem Geld passieren? Ah ja, gute Frage. Meine Musikanlage ist hinüber. Ich bräuchte ein neues Auto. Ja. Wir sind Camper, wir möchten gerne weiter in Campingurlaub fahren. Ja. Es gibt so viel, Horst. Christa, es gibt einiges. Ich bin bei dir in Gedanken. Wir werden das Beste rausholen. Wirklich? Einen schönen Neuwagen. Plus eine 6-wöchigen Campingurlaub. Und ein Musikanlage muss rausspringen. So, Heide, tu dein Bestes. Welche Wünsche können erfüllt werden? Was ist, ich kann es Ihnen zeigen. Ja, das möchten wir jetzt wissen, woran man das erkennt. Ja. Weil der Stefan kriegt einen riesen Ärger zu Hause. Jetzt, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt nehmen Sie eine Schublade raus aus dem 18. Jahrhundert. Jetzt schauen Sie mal das an hier. Das ist gebeizt auf alt. Das hat mit alt nichts zu tun. Genau dasselbe oben. Wo er recht hat, hat er recht. Diese, diese Ledereinlage, komplett neu. Mhm. Komplett neu. Ja. Und hier ist genau, genau dasselbe. Nagelneu. Mhm. Schauen Sie an. Das Pressholz. Es ist Albert. So. Das ist toll gemacht, wunderbar, aber ist wirklich ein Dekomöbel, ein Stilmöbel. Also Stilmöbel heißt, man hat einen Stil genommen aus vergangener Zeit. Richtig. Und hat dann im Prinzip ein neues Möbel erstellt, was so aussieht wie die alten. Richtig. Damit war es erwerbbar für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und diese Möbel hatte natürlich fantastische Proportionen. Kann man überall hinstellen, sieht gut aus. Dame ist glücklich, wunderbar. Und deswegen war das ein Renner, ein Verkaufsschlager. Ja. Mhm. Gut. Stefan, ich fühle jetzt mit dir. Davon mal ganz abgesehen. Wir würden aber gerne erst mal wissen, was wäre ein Original jetzt wert?
Stell dir mal vor, wir hätten jetzt ein Original hier, 1760, in einem wunderschönen Zustand. Wenn das jetzt ein Original wäre, wären wir bei 3.500 bis 4.000 Euro. Mhm. Natürlich, es sieht gut aus und es stört nicht jeden, dass es nicht original ist. Aber als Stilmöbel nicht mehr wie 400-500 Euro. Mhm. Darfst du verkaufen für das Geld? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne? Muss ich wieder mitbringen. Ja, ne? Hat dein Hase gesagt, pass auf. Maus. Maus, Entschuldigung. Ja, also Maus hat gesagt, nee. 2 Mill. Stefan, da bist du mir auch nicht sauer, dass ich Karte gar nicht erst raushole. Nee, das ist kein Problem. Stefan, bist ein feiner Kerl. Wir stellen Maus viele Grüße. Mach ich. Ne? Tschüss. So. Alles Gute. Da geht's danke. Raus. Danke dir. Wir bringen das nachher hinterher. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Aber auch auf der anderen Seite froh, um zu wissen, das Teil ist ein Plagiat, sage ich jetzt mal, nachgebaut. Und einfach zu wissen, so, wo wir dran sind. Ich bin aufgeregt, aber freue mich trotzdem, den Händlern was Besonderes mal präsentieren zu können. Es ist mal was, vielleicht die Händler auch nicht so oft bisher gesehen haben. Bam, 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 bam. Mit dieser Einstellung und einem Schätzpreis von 60 Euro kann doch nichts schiefgehen. Schönen guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Herr. Da haben Sie uns aber was mitgebracht. Ja, ich habe heute was ganz Besonderes mitgebracht. Ein Nachttopf. Echt? Das ist wie eine Mülle. Nichtsdestotrotz, hier ist sie. Herr Schwertner. Ich danke recht schön. Und wir hatten mir sehr eine große viel Spaß miteinander. Aber Hallöchen, du. Und so, Pöttchen mitnehmen, ne? Ja. So, das Schöne ist, wenn man jetzt Wachtelzeit hat. Kann man. Da geht es nach oben zu den Händlern, ne? Dankeschön. Tschüsschen. Tschüss. Ich hatte mir nicht mehr wie 60 Euro erwartet und ich freue mich stolz und werde das meinen Enkel ein kleines Geschenk dafür kaufen. Die Balloni-Hallen sind in diesen Tagen Magnet für viele potenzielle Raritätenverkäufer. Und auch Stefan Calvia hat den Weg nach Köln nicht gescheut. Ich habe hier einen französischen Damensekretär. Und mich würde einfach mal interessieren, was der überhaupt wert ist. Weil ich habe schon viele Angebote bekommen. Die schwanken zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Und naja, vielleicht bekomme ich hier raus, was er wirklich wert ist. Ob das Möbelstück wirklich ein Schatz ist, zeigt gleich die Expertise. Oh, das ist aber schön. Da haben wir ein schickes Sekretärchen. Schönen guten Tag. Der Stefan, hallo. Stefan, mit F oder PH? Mit F. F, das spricht sich leichter. Richtig, ne? Ganz genau. Weil mit PH weiß man nicht mehr. Sag mal, du bist auch ein kräftiger Kerl, du mein lieber Herr Gesangsverein. Ich muss ein bisschen arbeiten für ja? mein Geld, ja. Was machst du für einen Job? Dachdecker. Das ist richtig maloche. Oh ja. So, und Dachdecker finden ganz viele tolle Antiquitäten. Richtig. Stimmt's? Richtig. Ja, wenn die ja. so einen Dachstuhl aufmachen, genau. der 50 Jahre zu war, und dann entdeckt man manchmal ganz tolle Sachen. Das hast du aber nicht vom Dach. Nee, das ist ein Erbstück. Das hat der Vater vor 45 Jahren gekauft, ja. Vater von meiner Freundin. Mhm. Und ja, als sie verstorben sind, ist es halt. Hat ein Mäuschen gegangen und jetzt hast du es am Hals und die hat gesagt, du gehst dahin. Du gehst dahin, ich trau mich nicht. Ja, das ist immer wieder. Was opfern wir Männer uns ja, auf? Ja, richtig, ne? ganz genau. Ja, dann ziehen wir aber gnadenlos durch. Albert, kommst du durch? Ja. Ja, du hast heute Morgen YouTube-Frühstück, ne? Sonst flutschst du hier viel besser durch. Also, ne, alle Sekretär, so ja. könnte man es mal auf Kölsch sagen. Ein wunderschöner alter Sekretär, auf Hochdeutsch, schöne Einlegearbeiten, wie ich sehe. Hat dein Mäuschen denn auch gesagt, was sie dafür haben möchte? Ja, klar. Sag mal. Vorstellung sind 2.000 Euro. Da kannst du nichts gegen sagen. Weißt nee, das, nee. Nee, das ist das Schöne. Weißt du, wenn du eine Frau an der Seite hast, die Geld zusammenhält, das ist eine schöne Sache. Genau. Albert, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dieses Möbelstück schätze ich auf circa, also wenn ich jetzt den Preis zugrunde lege, würde ich sagen, das 18. Jahrhundert. Dieses Möbel, dieser Typ des Möbels, stammt tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert. Frankreich, 1770, 1780. Und dieses Möbel hat einen Namen, einen wunderschönen Namen. Sag ihn uns. Der heißt Bonheur du Jour. Bonheur du Jour. Glück des Tages. Was heißt das? Glück des Tages. Glück des Tages. Das ist für die Experten zu meinem Exponat oder zu meinem Topf sagen. Und ob die bestätigen können, dass es eine Toilette ist, die 1874 benutzt wurde. Über Sinn und Zweck des Topfes kann unser Experte Detlef Kümmel sicher mehr berichten.
Joi, ein Bohlepott, ne? Schönen guten Tag. Nein, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Manfred Schwertner. Ich komme aus Sachsen, aus dem wunderschönen Pottenstein, ca. 20 Kilometer von Leipzig entfernt. Also selten hat sich jemand bei mir so perfekt vorgestellt. Herr Schwertner, das hat mir Freude gemacht. Doch. Ja. Und dass Sie so einen schönen alten Bohlepott mitgebracht haben, finde ich ganz besonders toll. Hier kommen die Früchte rein. Ne? Nee, wahrscheinlich der Löffel. Ja. Der Löffel da drin hängt, oder? Wie lange hast du das schon? Ich habe 1981 in der DDR meine erste Wohnung bekommen. Ja. Als ich die bekommen habe, war der Keller total vermüllt. Und da habe ich diesen Topf gefunden. Und habe ich mir auch erst so meine Gedanken gemacht, was ist denn das überhaupt? Bis mir meine Mutter gesagt hat, das ist eine Toilette. Aber hundertprozentig bin ich mir trotzdem nicht sicher. Und ich habe das jahrelang als Übertopf für meine Grünpflanzen verwendet. Weil das doch sehr, sehr schön aussieht. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo. Ganz einfach auf Deutsch gesagt, ein Klo. Und da bin ich jetzt gespannt, was da von der Expertise da rauskommt, ob es überhaupt stimmt, dass es ein Klo ist. Jetzt hätte ich gern einen Magenbitter. Weil ich habe mir Gedanken schon gedacht, wie ich da die Mandarinchen rauszerre. Ne? Wie wir den wohl vollkriegen. Uiuiuiuiuiuiuiui, das wäre aber eine ganz doofe Bohle geworden. Ne? Mein lieber Detlef. Also die Bohle streichen wir. Es ist tatsächlich ein Toiletteneimer. Nein. Das war damals schon, ich will nicht sagen revolutionär, aber war schon ein Riesenfortschritt im Vergleich zu den normalen Nachttöpfen, die man so hatte. Das war ja hier oben drauf. Herr Schwertner, es gibt Sachen. Und dann hast du da draufgesetzt. Hast du Neige gemacht. Und da hast du reingemacht. Wie alt ist denn so ein Klo? Das ist jetzt so von der Zeit her einzuteilen um 1900. Plus, minus, so um die Jahrhundertwende. Ich habe da mal unter den Topf drunter geschaut. Da ist so eine sogenannte Steinmorge drauf. Ja. Oben drunter. Mhm. Der Mann möchte zur Sache kommen, ganz genau. Ach so, nee, ich will da nicht zur Sache kommen. Doch. Das ist also die Marke Villeroy & Boch. Ach, die haben auch Klos gemacht? Ja, die haben auch Klos gemacht. Die machen auch heute noch. Das Motiv ist sogar benannt, Valeria. Das gibt es bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es das als Essgeschirr. Wunderbar. Weißt du, was ich auch besonders schön finde? Man sieht sogar die Sitzrichtung. Ist hier ein bisschen abgerieben. Das hört sich schon gut an. Das hört sich sehr gut an. Ja. Verkaufen Sie es mir für 400 Euro. Gibt es noch ein weiteres Gebot? Mischt sich vielleicht doch noch ein anderer Eulenliebhaber ein? Nee. Da bin ich jetzt auch raus. Okay. Na komm, es vor, hol es her. Okay, dann machen wir was dafür. Bezahlt. Einer und noch einer. 400 Euro für Sie. Wunderbar. Ein wunderbares Schreibset für mich. Bedanke mich. Alles Gute für Sie. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Da hast du wirklich ein tolles Set erworben. Obwohl die Schreibsets schlecht verkaufen. Gut, die sind jetzt ausgefallen. Nein, das sind Eulen. Zu hören, wie das dann langsam immer höher ging, der Preis, also das hat mich schon begeistert. Und ich bin sehr zufrieden. Also 400 Euro ist das, was ich mir erhofft habe. Und das habe ich auch bekommen. Wunderbar. Ein ganz besonderes Hygieneaccessoire möchte Manfred Schwertner feilbieten. Ich bin gespannt, was die Experten zu meinem Exponat oder zu meinem Topf sagen und ob die bestätigen können, dass es eine Toilette ist, die 1874 benutzt wurde. Über Sinn und Zweck des Topfes kann unser Experte Detlef Kümmel sicher mehr berichten. Joi, ein Bohlepott, ne? Schönen guten Tag. Nein, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Manfred Schwertner. Ich komme aus Sachsen, aus dem wunderschönen Pottenstein, ca. 20 Kilometer von Leipzig entfernt. Also selten hat sich jemand bei mir so perfekt vorgestellt. Herr Schwertner, das hat mir Freude gemacht. Doch. Ja. Und dass Sie so einen schönen alten Bohlepott mitgebracht haben, finde ich ganz besonders toll. Hier kommen die Früchte rein. Ne? Nee, wahrscheinlich der Löffel. Ja. Der Löffel da drin hängt, oder? Wie lange hast du das schon? Ich habe 1981 in der DDR meine erste Wohnung bekommen. Ja. Als ich die bekommen habe, war der Keller total vermüllt. Und da habe ich diesen Topf gefunden. Und habe ich mir auch erst so meine Gedanken gemacht, was ist denn das überhaupt? Bis mir meine Mutter gesagt hat, das ist eine Toilette. Aber hundertprozentig bin ich mir trotzdem nicht sicher. Und ich habe das jahrelang als Übertopf für meine Grünpflanzen verwendet.
weil das doch sehr, sehr schön aussieht. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo. Ganz einfach auf Deutsch gesagt, ein Klo. Und da bin ich jetzt gespannt, was da von der Expertise dort rauskommt, ob es überhaupt stimmt, dass es ein Klo ist. Jetzt hätte ich gern einen Magenbitter. Weil ich habe mir Gedanken schon gedacht, wie ich da die Mandarinchen rauszerre. Ne? Wie wir den wohl vollkriegen. Uiuiuiuiuiuiuiui, das wäre aber eine ganz doofe Bohle geworden. Ne? Mein lieber Detlef. Also die Bohle streichen wir, es ist tatsächlich ein Toiletteneimer? Nein. Das war damals schon... Ich will nicht gewöhnlich, das scheint eine Goldschmiedearbeit zu sein. Das wird es auch gewesen sein. Es ist so, der Ring gehört eigentlich meinem Lebensgefährten. Seine Mutter trug ihn, die ist letztes Jahr verstorben. Mhm. Es ist so, dass der Stein, also dieser Saphir, von der Urlaubsreise mitgebracht kommt. Und sie hat diesem Saphir einarbeiten lassen in einen anderen vorhandenen Ring. Das Problem ist natürlich, wenn man Edelsteine lose kauft und sie sich dann einarbeiten lässt, dann hat man manchmal ein Ungleichgewicht. Das heißt, dieser ist auf Gewicht geschliffen, das heißt, er ist in der Tiefe zu groß. Und dann hat man ein Problem mit der Fassung. Wie setzt man einen solchen Stein? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser Stein hier oben aufgesetzt wurde und eine doch recht tiefe Fassung bekommen hat. Er hat einen Durchmesser von einem 2,2 Kareter und eine Tiefe eigentlich von einem fast 3 Kareter. Jetzt bin ich natürlich nicht der Damenringträger, davon ganz abgesehen, aber ich habe schon viele Ringe gesehen. Der ist natürlich schon ein Hingucker, weil er groß ist. Der Stein ist groß, der Stein soll im Mittelpunkt stehen. Aber ich finde, das haben die gar nicht schlecht gelöst mit dieser Ringschiene. Ne? Ja. Was sagst du denn zu der Ringschiene selber? Das sind ja noch mal kleine Diamantsplitter. Ja, ne? Ich finde, sie sieht recht fürstlich aus. Sie ist nach oben hin gegratet, zusätzlich gerippt und dann noch gerahmt mit diesen Punktsteinen im Vollschliff. Und das sieht recht fürstlich aus, möchte ich mal meinen. Ja. Und was mir aber besonders gut gefällt, ist hier die Farbe und der schöne, leicht violette Überton des blauen Saphirs. Mhm. Und das ist attraktiv, auf jeden Fall. Ja. Und vor allen Dingen ist er in 750er Gold gefasst. Ja. Wie alt könnte der Ring sein? 70er Jahre, schätze ich. Ja, genau. Also mindestens eben 40 Jahre. Ja, das kommt ja mal ganz gut hin. Kommt ja, ne? Gut hin. Ja. Mhm. Heide, was ist der Stein alleine wert? Der Stein alleine wert, würde ich sagen, 800. Der Stein alleine? Ja. Wow. Würde ich schon sagen. Mhm. Christa. Hat deine Schwester ja nicht vorher gefragt. Ne? Guck mal da, jetzt steht sie schon ein bisschen waggelig auf der Beine hier. Ne? Ja, was war die Schmerzgrenze vorher, bevor du das wusstest? Die Schmerzgrenze wäre gewesen 500. Mhm. Komm, lass mal einmal hier das Ghetto-Fäustchen machen. Tang! Gut, was ist das Gold alleine wert? 7, Gramm, ne? Ah. 250. 250 Euro Gold, da sind wir schon bei 1050. So, jetzt wollen wir aber endlich wissen, was ist der Ring insgesamt wert, ne? Unbedingt. Unbedingt. Was soll mit dem Geld passieren? Ah ja, gute Frage. Meine Musikanlage ist hinüber. Ich bräuchte ein neues Auto. Ja. Wir sind Camper, wir möchten... Was mit dem Material zu tun? Genau, Britannia ist eine Hart-Zinn-Legierung. Ja. Und wird anders als bei Gebrauchszinn und Normalzinn nicht mit Blei legiert, sondern mit Antimon und Kupfer legiert. Ach so, ich dachte, das ist ja Bronze gewesen. Nein, es ist eine Legierung. Und genau, und da gibt es noch einen weiteren Hinweis, nämlich ein AS. Das bedeutet Antique Silver Finish. Und tatsächlich ist hier eine Oxidschicht künstlich aufgetragen worden und an den Erhöhungen abgerieben worden. Und deswegen spricht man hier von Antique Silber. Ja. War eine fleißige Frau dran, ne? Nee, das haben die selber gemacht. Nein, das ist alles maschinell gemacht worden. Das sind Silberwaren und das bedeutet, dass sie maschinell hergestellt werden. Aha. Man spricht von Silberstücken, eher von, ja, von getriebenem Silber, handwerklich gearbeitetes Silber. Aber Silberwaren meint immer maschinell gearbeitet. Ist das ein gegossen oder getrieben irgendwie? Das ist gegossen. Das ist gegossen. Aha. Das erkenne ich auch an den Silberporen. Aber diese Art von Stücken werden wirklich in einer Form, man sagt, in einer Kokele gegossen. Wie alt ist das Teil wirklich? Wollte ich gerade fragen. Genau. Sie machen meinen Job. Nee, super. Wollte ich auch noch mal fragen. Darf ich dir meinen Günther anbieten? Günther, das ist mir eine Ehre. Prost. Dankeschön. Wir machen das jetzt zusammen. Ja, los. Ja, pass auf, also ich fange an. Okay, beides zusammen. Auf los. Ja. Liebe Heidi, ich habe da noch eine Frage.
Wie alt? Ja, wegen dem Britannia-Silber kann man es eigentlich genau datieren. Und zwar in der Zeit zwischen 1890 bis vor dem Ersten Weltkrieg. Donnerwetter? Ja. Aha. Doch ganz schön alt, ne? Ja. Mhm. Günther, soll er jetzt weg? Satt gesehen, ist klar. Erbstück, habe ich verstanden. Ja. Ich würde noch gerne ein bisschen was über den Glaseinsatz wissen. Ist das geschliffen, handgeschliffen oder? Die WMF hat zu dieser Zeit solche Glaseinsätze dazugeordert. Also ja, nicht in eigener Fabrikation hergestellt. Es ist geätzt, jedes Muster, und nachgeschliffen worden. Aha. Ja. Und am Rand ist es eben auch geschliffen worden, also schon mit Mühe verarbeitet worden. Aber es handelt sich hier weder um Bleiglas noch Kristallglas, sondern um Normalglas. Und ist aber geblasen worden. Kalknatronglas, ne? Genauer genommen. Es ist ja, eine kleine Absplitterung hier oben am Rand. Ja. Wohl, ne? Oder war eine schwere Blume? Ja, gut. Mhm. Jetzt brauche ich, Günther, hast du ein Preislimit für dich mitgebracht? Vielleicht ja, 100 Euro, 150 Euro, wenn das drin wäre überhaupt. Sehr schön. Was machst du mit dem Geld? Hast du irgendeine Idee? Eine Baggerfahrt über den Rhein. Eine Baggerfahrt? Ja, sagen wir, du hast das Fahrrad. Ja. Gar nichts, keine Pläne, überhaupt okay, nicht. Heide. Ist die WMF-Vase vielleicht für eine Überraschung gut? Also grundsätzlich ist die WMF oder Produkte der WMF immer noch sehr beliebt und lassen sich auch gut verkaufen, keine Frage. Hier bin ich bei 150 bis 200 Euro. Hm? Schon gut. Das ist doch wunderbar, ne, Günther? Wenn die Händler sich drauf einlassen. Ach, gerade bei mir, ich wohne ja in Bamberg, in den Biergärten, da wären die froh, wenn sie nicht immer das Portemonnaie aufpacken müssen, ja, sondern... Also die Firma gibt es heute noch, das ist Professor Alfred Kraut, Ebersbach. Und die stellen das heute natürlich noch für Euros auch her, allerdings dann in Plastik. Ja. Also das hier in Metall ist natürlich für D-Mark noch eine etwas ältere Sache. Ja, aber ich sag mal, es gibt sicher jede Menge Sammler aus Eisenbahn- und Straßenbahnzeiten. Und die können sich das super vorstellen, dass das bei so einer Modelleisenbahn irgendwo an der Wand rankommt, damit da noch so ein bisschen Flair, Ambiente drumherum ist. Richtig, die Idee ist super. Also, sie können sich gut verkaufen. Ja. Danke. Aber sie gibt es noch relativ häufig. Also rar sind sie nicht. Also ich gebe Ihnen 50 Euro. Überweihe mit 60. Das ist einfach ein uriges Teil. Genau, so sehe ich das auch, Loki. Und das Geld ist für Angela, die soll für ein Jahr in die USA reisen. Das ist also, wir sammeln momentan so. Also ich mache mit 65 noch mit. Ich bin da leider raus, das ist gar nicht meins. Und Waldi, komm, Sarit. Ja, für die kleine 70. 80 ist zu viel. Da kriegst du mal grad. Ja, hör mal, wenn ich jetzt... Du darfst das sagen. Du darfst es. Ich gebe dir 80 Euro. Er darf dann ausnahmsweise, weil es für dich ist. Klingt gut. Ich mach Neitzke. Klingt besser? Ach, ja. Doch. Ja, dann... Und weil sie ein Netzmädel ist, mache ich noch einen 10 dazu. Ich gebe ihr 100 Euro. Da kommst her zu mir. Und ich gebe dir noch einen 10er extra dafür dazu. Du verkaufst es für 100 und ich leg noch einen 10er für den Aufenthalt dazu. Danke. Dann macht mal das. Ja, ich lasse. Dankeschön. Super. Geil. 50, 100. Du hast noch einen 10er raus. Jawohl. Freiwillig machst. Das nehmen wir auch an. Scheinmittel. Klar. Okay. Trinkst du einmal dann? Ich wünsche was. Dankeschön. Schön, die Reise noch am Viel Spaß. Gute Zeiten. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke. Tschö, macht's gut. Tschüss. Ja. Hübsches Nostalgie. Schaffner Ludwig. Ja. Schaffner Ludwig. Hör mal, dann fehlt noch die Mütze. Ja, bitte, die Mütze müssen wir jetzt noch kriegen für dich. Also ich fand das sehr nett von Julian, dass er mir noch mal 10 Euro extra draufgegeben hat. Händler haben nicht nur ein gutes Verständnis von ihrem Geschäft, sondern haben auch ein großes Herz. Ich bin total gar nicht aufgeregt. Mir geht's gut. Und ich freue mich darauf, die Sache hier den Händlern anzubieten. Das Erbstück kann auf jeden Fall weg. Fehlen nur noch die Gebote der Händler. Guten Tag, der Herr. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Grüße Sie. Ein Engelchen bringen Sie uns. Eine Vase. Eine Vase bringe ich Ihnen. Jawohl. Das ist was Schönes. Warum sind die Vasen her? Das sind Erbstücke. 150 bis 200 Euro. Mhm. Schon gut. Das ist doch wunderbar, ne, Günther? Wenn die Händler sich drauf einlassen. Ach du, Günther, das schaffst du. Und wenn so was Schönes kommt, dann ist weg. Schauen wir mal. Dankeschön. Das Händlerkärtchen für dich. Und darf ich noch ganz kurz fragen, was hast du beruflich gemacht? Ich bin ein pensionierter Beamter. Und dann so ein Händedruck?
Alter Schwede. Das macht der regelmäßige Sport. Ja, das merkt man aber. Hallo, du. Gut geht's. Günther, da vorne geht's hoch zum Ende nach oben. Ciao. Tja, das Hinterkärtchen ist etwas Neues für mich. Und es ist nett, dass ich es bekommen habe und zu den Händler gehen kann, um dort meine Vase, die ich habe, das Erbstück anzubieten. Ich bin gespannt drauf, was jetzt das Ergebnis wird. Ja, sind natürlich ein bisschen aufgeregt, ob unser Schatz den Händlern gefällt. Unsere Händler sollen die Kasse ordentlich klingeln lassen. Viel Glück. Guten Tag. Moin. Hallo. Hallo. Wir haben Ihnen was mitgebracht aus dem Bereich der Eisenbahn. Herzlichen Dank. Ein Schaffner. Ein Münzspender. Der hat der Schaffner gehabt im Zug drin. Genau. Der hat das Geld dann rausgezogen. Ui. Dürfte ich so die 50er Jahre sein. Hm? Kommt hin. Kommt hin. War da von Ihrer Familie jemand im Einsatz mit? Nein, mein Vater war Raumerschattermeister. Und so wie der ein oder andere Handwerker das Problem hatte mit nicht bezahlten Rechnungen, hatte das mein Vater auch. Und dann hat er dann bei solchen Gelegenheiten immer angefangen zu quangeln. Was hast du dann statt Geld? Und so ist das Gerät bei uns in der Familie gekommen. Und wir hoffen, dass das natürlich ein bisschen Rendite jetzt im Jahr abgeworfen hat. Das ist gut. Passen dann da auch eure Münzen rein? Nein, also das ist für D-Mark das Ganze ausgerichtet. Es steht oben auf den Tasten drauf, welche Münzen wo reinkommen. Es hat zwei Tasten. Eine Taste, wenn man die drückt, dann kommt eine einzelne Münze raus. Ja. Und ansonsten oben, dann kommen wahlweise 3, 4 oder 5 Münzen raus, je nachdem, wie der Wechsler eingestellt ist. Das hatte was mit dem Kartenpreis zu tun, den der Schaffler kassiert hatte, wie dann das übliche Wechselgeld eben aussieht. Okay, super interessant. Ja. Das ist, hat man gekommen für eine D-Mark, 50 Pfennig, 10 Pfennig und 5 Pfennig. Ganz genau. Das hat man in Aluminium gebaut, das leicht ist. Das haben sie dann so am Bauch gehabt. Das war immer schön, wenn er gekommen ist und hat gedruckt. Ja. Sehr schön. Den einen Pfennig darfst du wieder reinschmeißen, Luki. Hier ist noch was. Ja. Das hat mir schon aufgefallen. Ein Fünfer? Ja. Hat er schon wieder Schnapp machen. Ja, schade ist, also mir gefällt es auch sehr gut. Schade ist natürlich, dass man das heute nicht mehr für eine Euro-Münzen benutzen kann. Ne? Ja. Dann wäre das natürlich ein absolutes Highlight. Gerade bei mir, ich wohne ja in Bamberg, in den Biergärten, da wären die froh, wenn sie nicht immer das Portemonnaie aufpacken müssen, sondern... Also die Firma gibt es heute noch. Das ist Professor Alfred Kraut, Ebersbach. Und die stellen das heute natürlich noch für Euros auch her, allerdings dann in Plastik. Ja. Also das hier in Metall ist natürlich für die... Silberstücken, eher von getriebenem Silber, handwerklich gearbeitetes Silber. Aber Silberwaren meint immer maschinell gearbeitet. Ist das denn gegossen oder getrieben irgendwie? Das ist gegossen. Das ist gegossen. Aha. Das erkenne ich auch an den Silberporen. Aber diese Art von Stücken werden wirklich in einer Form, man sagt in einer Kokele gegossen. Wie alt ist das Teil wirklich? Wollte ich gerade fragen. Genau. Sie machen meinen Job. Nee, super. Wollte ich auch nochmal fragen. Darf ich dir meinen Günther anbieten? Günther, es ist mir eine Ehre. Prost. Dankeschön. Wir machen das jetzt zusammen. Ja, los. Ja, pass auf, also ich fange an. Okay, beides zusammen. Auf los. Ja. Liebe Heidi, ich habe da noch eine Frage. Wie alt? Ja, wegen dem Britannia-Silber kann man es eigentlich genau datieren. Und zwar in der Zeit zwischen 1890 bis vor dem Ersten Weltkrieg. Donnerwetter? Ja. Aha. Doch ganz schön alt, ne? Ja. Mhm. Günther, soll er jetzt weg? Satt gesehen, ist klar. Erbstück, habe ich verstanden. Ja. Ich würde noch gerne ein bisschen was über den Glaseinsatz wissen. Ist das geschliffen, handgeschliffen oder... Die WMF hat zu dieser Zeit solche Glaseinsätze dazugeordert, also nicht in eigener Fabrikation hergestellt. Es ist geätzt, jedes Muster, und nachgeschliffen worden. Aha. Ja. Und am Rand ist es eben auch geschliffen worden, also schon mit Mühe verarbeitet worden. Aber es handelt sich hier weder um Bleiglas noch Kristallglas, sondern um Normalglas. Ist aber geblasen worden. Kalknatronglas, ne? Genauer genommen. Es ist ja, eine kleine Absplitterung hier oben am Rand wohl, ne? Oder war eine schwere Blume? Jung. Ja, gut. Jetzt brauche ich, Günther, hast du ein Preislimit für dich mitgebracht? Vielleicht 100 Euro, 150 Euro, wenn das drin wäre überhaupt. Na schön, was machst du mit dem Geld? Hast du irgendeine Idee? Eine Baggerfahrt über den Rhein. Eine Baggerfahrt? Ja, sagen wir, du hast das Fahrrad. Ja. Gar nichts, keine Pläne, überhaupt nicht. Nee. Heide. Ist die WMF-Vase vielleicht für eine Überraschung gut? Also grundsätzlich ist die WMF oder Produkte der WMF immer noch sehr beliebt und lassen sich auch gut verkaufen, keine Frage. Hier bin ich bei 150 bis 200 Euro. Hm? Schon gut. Das ist doch wunderbar, ne, Günther? Wenn die Händler sich drauf einlassen. Ach du, Günther, das schaffst du. Und wenn so was Schönes kommt, dann ist weg. Schauen wir mal.
Dankeschön. Ständlerkärtchen für dich. Und darf ich noch ganz kurz fragen, was hast du beruflich gemacht? Ich bin ein pensionierter Beamter. Und dann so ein Händedruck? Alter Schwede. Das macht der regelmäßige Sport. Ja, das merkt man aber. Hallo, du. Gut geht's. Günther, da vorne geht's hoch zum Händlerraum. Danke. Ciao. Tja, das Händlerkärtchen ist etwas Neues für mich. Und es ist nett, dass ich es bekommen habe und zu den Händlern gehen kann, um dort meine Vase, die ich habe, das Erbstück anzubieten. Ich bin gespannt drauf, was jetzt das Ergebnis wird. Ja, sind natürlich ein bisschen aufgeregt, ob unser Schatz den Händlern gefällt. Vater war Raumerstattermeister und so wie der ein oder andere Handwerker das Problem hatte mit nicht bezahlten Rechnungen, hatte das mein Vater auch. Und dann hat er bei solchen Gelegenheiten immer angefangen zu quangeln. Was hast du dann statt Geld? Und so ist das Gerät bei uns in der Familie gekommen. Und wir hoffen, dass es natürlich ein bisschen Rendite jetzt im Jahr abgeworfen hat. Das ist gut. Passen dann da auch Euro-Münzen rein? Nein, also das ist für D-Mark das Ganze ausgerichtet. Es steht oben auf den Tasten drauf, welche Münzen wo reinkommen. Es hat zwei Tasten. Eine Taste, wenn man die drückt, dann kommt eine einzelne Münze raus. Ja. Und ansonsten oben, dann kommen wahlweise 3, 4 oder 5 Münzen raus, je nachdem, wie der Wechsler eingestellt ist. Das hatte was mit dem Kartenpreis zu tun, den der Schaffler kassiert hatte, wie dann das übliche Wechselgeld eben aussieht. Okay, super interessant. Ja. Das ist, hat man gekommen für eine D-Mark, 50 Pfennig, 10 Pfennig und 5 Pfennig. Ganz genau. Das hat man in Aluminium gebaut, das leicht ist. Das haben sie dann so am Bauch gehabt. Das war immer schön, wenn er gekommen ist und hat gedruckt. Ja. Sehr schön. Den einen Pfennig darfst du wieder reinschmeißen, Luki. Hier, ja. Hier ist noch was. Ja. Das hat mir schon aufgefallen. Ein Fünfer? Ja. Hat er schon wieder Schnapp machen. Ja, schade ist, also mir gefällt es auch sehr gut. Schade ist natürlich, dass man das heute nicht mehr... Ja. Für eine Euro-Münzen benutzen kann, ne? Ja. Dann wäre das natürlich ein absolutes Highlight. Gerade bei mir, ich wohne ja in Bamberg, in den Biergärten, da wären die froh, wenn sie nicht immer das Portemonnaie aufpacken müssen, sondern... Also die Firma gibt es heute noch, das ist Professor Alfred Kraut, Ebersbach. Und die stellen das heute natürlich noch für Euros auch her, allerdings dann in Plastik. Ja. Also das hier in Metall ist natürlich für D-Mark noch eine etwas ältere Sache. Ja, aber ich sag mal, es gibt sicher jede Menge Sammler aus Eisenbahn- und Straßenbahnzeiten. Und die können sich das super vorstellen, dass das bei so einer Modelleisenbahn irgendwo an der Wand rankommt, damit da noch so ein bisschen Ambiente drumherum ist. Richtig, die Idee ist super. Also, Sie können sich gut verkaufen. Ja. Danke. Aber sie gibt es noch relativ häufig. Also rar sind sie nicht. Also ich gebe Ihnen 50 Euro. Das ist sehr gut bezahlt. Ich mache mit 60. Ist einfach ein uriges Teil. Genau, so sehe ich das auch, Loki. Und das Geld ist für Angela, die soll für ein Jahr in die USA reisen. Das ist also, wir sammeln momentan so. Also ich mache mit 65 noch mit. Ich bin da leider raus, ist gar nicht meins. Und Waldi, komm, Sarit. Ja, für die Kleine 70. 80 ist zu viel. Da kriegst du mal gerade. Ja, hör mal, wenn ich jetzt... Du darfst das sagen. Du darfst, jetzt, du wenn darfst es. Mädel, darfst ich gebe dir 80 Euro. Er darf dann ausnahmsweise, weil es für dich ist. Klingt gut. Ich mach 90. Klingt besser? Ach, ja. Doch. Ja, dann... Und weil sie ein nettes Mädel ist, mach ich noch ein 10er dazu. Ich gebe ihr 100 Euro. Da kommst her zu mir. Und ich gebe dir noch einen 10er extra dafür dazu. Du verkaufst es für 100 und ich leg noch einen 10er für den Aufenthalt. Einkommen. Es hat zwei Tasten. Eine Taste, wenn man die drückt, dann kommt eine einzelne Münze raus. Ja. Und ansonsten oben, dann kommen wahlweise 3, 4 oder 5 Münzen raus, je nachdem, wie der Wechsler eingestellt ist. Das hatte was mit dem Kartenpreis zu tun, den der Schaffler kassiert hatte, wie dann das übliche Wechselgeld eben aussieht. Okay, super interessant. Ja. Das ist, hat man gekommen für eine D-Mark, 50 Pfennig, 10 Pfennig und 5 Pfennig. Ganz genau. Das hat man in Aluminium gebaut, das leicht ist. Das haben sie dann so am Bauch gehabt. Das war immer schön, wenn er gekommen ist und hat gedruckt. Ja. Sehr schön. Den einen Pfennig darfst du wieder reinschmeißen, Luki. Hier ist noch was. Ja. Das hat mir schon aufgefallen. Ein Fünfer? Ja. Hat er schon wieder Schnapp machen. Ja, schade ist, also mir gefällt es auch sehr gut. Schade ist natürlich, dass man das heute nicht mehr... Ja. Für eine Euro-Münzen benutzen kann, ne? Dann wäre das natürlich ein absolutes Highlight. Gerade bei mir, ich wohne ja in Bamberg, in den Biergärten, da wären die froh, wenn sie nicht immer das Portemonnaie aufpacken müssen, sondern... Also die Firma gibt es heute noch, das ist Professor Alfred Kraut, Ebersbach. Und die stellen das heute natürlich noch für Euros auch her, allerdings dann in Plastik. Ja. Also das hier in Metall ist natürlich für D-Mark noch eine etwas ältere Sache. Ja, aber ich sag mal, es gibt sicher jede Menge Sammler aus Eisenbahn- und Straßenbahnzeiten. Und die können sich das super vorstellen, dass das...
bei so einer Modelleisenbahn irgendwo an der Wand rankommt, damit da noch so ein bisschen Flair. Ambiente drumherum ist. Richtig, noch die Idee ist super. Also, Sie können sich gut verkaufen. Ja. Danke. Aber sie gibt es noch relativ häufig. Also rasen sie nicht. Also ich gebe Ihnen 50 Euro. Das ist sehr gut bezahlt. Mit 60. Das ist einfach ein uriges Teil. Genau, so sehe ich das auch, Loki. Und das Geld ist für Angela, die soll für ein Jahr in die USA reisen. Das ist also, wir sammeln momentan so. Also ich mache mit 65 noch mit. Ich bin da leider raus, das ist gar nicht meins. Und Waldi, komm, Sarit. Ja, für die kleine 70. 80 ist zu viel. Da kriegst du mal grad. Ja, hör mal, wenn ich jetzt. Du darfst das sagen. Jetzt, du wenn darfst das Mädel, darfst du ich das. Geb dir 80 Euro. Er darf dann ausnahmsweise, weil es für dich ist. Klingt gut. Ich mach Neitzke. Klingt besser? Ach, ja. Doch, doch. Ja, dann. Und weil sie ein nettes Mädel ist, mach ich noch 10 dazu. Ich gebe ihr 100 Euro. Da kommst her zu mir. Und ich gebe dir noch einen Zehner extra dafür dazu. Du verkaufst es für 100 und ich leg noch einen Zehner für den Aufenthalt dazu. Danke. Dann macht mal das. Ja, ich lasse. Dankeschön. Super. Okay. 50, 100. Du hast noch einen Zehner raus. Jawohl. Freiwillig machst. Das nehmen wir auch an. Scheinmittel. Klar. Okay. Trinkst du einmal da? Ich wünsche was. Dankeschön. Schön, die Reise noch am Ende. Gute Zeiten. Alles Gute für dich. Dankeschön. Danke. Tschö, macht's gut. Tschüss. Hübsches.